Was spielen wir denn heute? Wir haben nur noch eins, ne? Wir haben nur noch einen im Weltraum. Ja, wir haben nur noch die Weltraumsache übrig, ja. Außer es gibt schon Community-Vorschläge. Aber ich will am Abendtisch bei den Alaskas wie beim Wrestling in den 90ern? Excuse me? Ja, also, natürlich habe ich den Stuhl auf meiner Mutter zerschlagen, damit ich das letzte Stückchen Fleisch kriegen kann. Das ist ja wohl logisch. Das sind halt nur die Sitten in Alaska. Hä? Wie macht ihr denn das? Ja. Anders. Also besser als du hast die Mutter erschlagen und gegessen. Kann die ja noch glücklich sein, die Mutter. Deswegen hat Fabi keine Eltern mehr. Hast du nicht gesagt. Wow, hat er nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Und ehrlich gesagt hatte sie mal 10 Geschwister, aber jetzt ist sie Einzelkind. Ja, waren 3 harte Winter. Abende. Entschuldigung. Was? Ach ja. Nix. Was? Woher weißt du das? Können wir jetzt anfangen zu spielen, bitte? Ich habe in deiner Akte nachgeguckt, die ich hier angelegt habe. So, Tokens findet man an den seltsamsten Orten, habe ich gerade als Tipp bekommen. Oh, das ist aber gut zu wissen. In Hot Tubes. Yeah. Oh so, Gott. Wir sind in Space. Ach, guck mal hier. Was ist denn das für ein roter Raum? Fabi trägt auch Space-Klamotten. Nicht schlecht. Oh, wir können hier Dinge projektieren. Oh, Token! Du trägst Space-Klamotten. The Moon Voyage Jules. Ich sehe mich leider nicht. Guck mal, die Sachen schweben. Ja, hier ist eine Trophäe. Mhm, Ich mir die mal genauer angucken. The Moon von Jules Verne. Ja, oh nein, hier gibt es wieder Bücher. 2236, Best in Class. Ich habe hier Kopfhörer. Braucht jemand Kopfhörer? Wir können hier ist eine Trophäe und die heißt History of Flight Nummer 1. Oh Gott, diese Dinge fliegen alle rum. Ja, es ist furchtbar. Hier ist ein Monitor, der ist aber aus. Dann mach ich mal an. Oh, guck mal, wir können den Hund hier überall hin projizieren. Guck da mal. Ich will keinen Hund projizieren. Warum denn nicht? Odin. Ich möchte keine Hunde projizieren. Er heißt Odin. Guck mal, hier draußen ist übrigens ein Stern. Da unten ist ein Token. Oh. Okay, Robbe ist schon vollkommen. Ich hab was kaputt gemacht. Hast du was kaputt gemacht? Ja. Oh, guck mal, habt ihr gesehen? Authorized Personnel Only, das bin ich. Ich bin total autorisiert dazu, diesen Schraubenschlüssel in meiner Hand zu haben. Oh, warte mal, Schraubenzieher? Ja. Guck mal hier unten. Ah ja, ich wollte gerade sagen. Oh nein, jetzt sammel aber auch die Schrauben ein. Ich habe eine Batterie. Ich hoffe, du hast sie alle eingesammelt. Andi? Nee, hab ich nicht. Wieso nicht? Das war falsch, Andi. Stell mal richtig ein. Hier ist das Stromnetz. Hier muss Andi, man stell doch mal richtig ein. So war richtig. Ja, aber hey, das war doch jetzt... Ja, aber das war jetzt totales Try and Error. Wir haben das jetzt nicht richtig gemacht. Ich ärgere mich jetzt. Wir haben das Rätsel umgangen. Das geht ja wieder gut los. Da. Hier ist eine Hantel. Hier ist noch eine Batterie. Falls wir 2 Batterien haben... Oh, im Weltraum würde ich halt auch mit so einer Hantel arbeiten. Oh, guck mal, jetzt gehen die Klappen hier auf. Und hier vorne ist ein... Siehste? Wer hat den Pinguin genommen? Ich. Oh, eine Werkzeugkiste. Meins. Ich habe 2 Batterien. Nicht ja, mach die mal da rein. Ich habe Werkzeuge. Ich mag Werkzeuge. Mach ihn an. Okay, was bringt mir das? Okay, da kann ich da was machen. Was habe ich da jetzt abgemacht? Activate Emergency Protocol. Sagt er irgendwas? Kannst du dir auf den Knopf drücken? Das gab ein Achievement. Mystic. Kannst du dir auf den Knopf? Kannst du dir auf den Kopf drücken? Nee. Traube wieder. Was denn? Hey, Trick. Hey, Kaladin. Was denn? Ich habe ja gar nichts gemacht. Vor allem mache ich hier wenigstens schon sinnvolle Dinge, was die gar nicht mitkriegen. Hier ist eine Werkzeugkiste. Ja, da habe ich schon alles rausgenommen. Oh, hat sie wieder schon alles gelootet. Ja, natürlich. Ey, alte Lootraube. Man hat sag mal, also... Ich weiß nicht, was ihr dort die ganze Zeit macht, aber... Wir haben den Roboter installiert. Meins. So, Notfallaktivierungsprotokoll. Ja, das habe ich aufgemacht. Hier, Fabi, trink erstmal einen Kaffee. So, da, ja, Kaffee. So, hier jetzt ist noch ein Aktenkoffer. Ja, das habe ich halt schon ausgesprochen. Ja. Oh, guck mal, hier ist ein Tablett drin. Schau mal. Ein Tablett? Protokoll zur Türnotentriegelung. Für den Fall einer Tourstörung
ist das Schiff mit einem Nottürmechanismus NTM ausgestattet. Der NTM befindet sich links neben der Tür. Jeder Raum enthält ein spezielles Werkzeug, um ihn zu öffnen. Der Mechanismus hat folgende Zustände. Rot, NTM-Sensorstörung. Überbrückung erforderlich. Siehe Anhang A. In meinem Chat steht, keine 2 Minuten in dem Raum und es sieht schon wieder aus wie Sau. Ich weiß nicht. Wirklich Raupe. Orange, nein, NTM das ist, ich, aktiv, ich kann es nicht gewesen sein, ich sammle alles ein. Schalten Sie dies mit der Batterie bereit. Oh, guck mal hier, Batterie. Grün, die Tür könnte jetzt entriegelt werden. Anhang A, PC kann genutzt werden, um die Überbrückung zu aktivieren. In der Raumkontrollsoftware müssen Sie 5-mal auf das Türsymbol drücken, um das Protokoll wird aktiviert. Also, ich würde sagen, hier steht, was wir machen müssen. Interessiert euch nicht, viel ne? zu einfach, ne? Ich habe Dinge gedrückt. Oh Gott. Odin. Ist schon wieder viel zu schnell. Drück mal 5-mal... Es gibt hier keine Tür, falls du das willst. Drück mal 5-mal die Raumkontrollsoftware. Was ist denn die Raumkontrollsoftware, du Witzbold? Was soll das sein? Die Raumkontroll-Sicherheitscheck. Ich glaube, wir müssen erstmal hier reinkommen in den Computer. Nee. Sachlos. Meinst du? Ich habe hier übrigens so eine. Also, soll ich euch mal sagen, was ich alles gefunden habe? Ja, guck mal. Du trägst den halben Raum in der Tasche Natürlich. Rum. Natürlich! Wie sollen wir denn hier irgendwas lösen? Na, pass mal auf. Hier, guck mal, ich habe das hier. Guck mal. Was ist das? Eine Mundharmonika. Da steht hier C an der Seite. For the Captain. Steel Oak. Und hier unten ist was. Wobei ich nicht weiß, vielleicht gehört das einfach auch dazu. Aber vielleicht kann man es auch rausnehmen. Ich kann da nichts klicken. Aber vielleicht ist das C ist ja wichtig. So wie Odin, weißt du? Ja, ich hab. Und dann habe ich hier noch diese Trophäe mit der 2 drauf. Genau, ich habe diesen coolen Roboter, von dem ich die Batterien genommen habe und die wieder eingefügt habe. Und dann hat er nichts gemacht. Dann habe ich eine Karte, da steht nur I love you to the moon and back. Ich leg die mal hier rauf. Und auch noch so ein Pokal. Und oh, da wir steht brauchen Best nur noch die Rakete. Class, ach, die Rakete 36. hat die 7. Ich weiß, wie wir an den Computer kommen. 22, 7, 36. Odin und das Ding. Yay! Was? Ich komm nicht mit. Das geht mir hier alles zu schnell. Yay! Yay! Okay! Yay! Was steht da? So, lieber Stargazer Operator, wird von der Edgewood Starship Corp. möchten Sie in diesem neuen Schiffdesign Revision 23 willkommen heißen. Wir haben alles von Grund auf neu gestaltet. Die Wohnräume sind jetzt 23% größer und der Schiffsraum hat eine verbesserte strukturelle Integrität. Das klickende Metallgeräusch ist ebenfalls verschwunden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine Katastrophe eintritt, ist das Schiff mit mehreren Ebenen redundanter und manuell bedienbarer Systeme ausgestattet. Wow, Andi klickt halt einfach wieder irgendwas. Toll! Ha. Ja, das. Nein, Andi, jetzt müsste hier ja stehen, dass das aktiviert ist. Und jetzt sind hier irgendwelche lustigen ich Bubble. Es nicht. Insert alternative Power Source. Kannst du diesen Hut ausziehen? Nein, wir brauchen diese Power Source. Ja, eine alternative Batterien. Power Source. Ja, du hast doch Batterien. Tu mal 2 Stück, oder? Ich habe keine. Ja, aber 2 alte habe ich nur. Also Gott, Johann, danke schön. Na, die anderen, danke. Das sind alte. Die anderen, die ich habe, die sind in dem kleinen Roboter hinter Raupe oder unter Raupe. Ist so eine alte da? Ich glaube, die passt noch. Raupe, kannst du die Batterien aus dem... Na, aber Kuchen? Hallo, habe ich na. Schon. Guck mal, ich habe hier eine, da die bam und da na? Wham. Successful Power Override. Was müssen wir jetzt machen, Andi, nach dem Power Override? So, warte. Orange ist nur benötigt, aber mehr Strom. Stehen Sie bitte bereit. Nee, haben wir gemacht. Sonst nichts. Grün, jetzt müssen die grün sein. Ja, ist ja. grün. Und nun? Ja, dann können wir die jetzt entriegeln. Ach so. Oh. Wow. Dann haben wir schon gewonnen. Ja, das war ja Gut. einfach. Ja, dann. Ja, ich habe nur Hut gesehen. Okay, das Einzige, was mich irritiert, ist, dass ich dieses Ding hier noch habe. Unten Schrauben, also hier das auch noch. So, also ich möchte kurz mal, wir müssen hier mal über ein paar Teamsachen reden, ja? Also wir sind hier zusammen auf diesem Raumschiff, okay? Ich finde, wir haben das super gut gemacht. Guck mal, Andi, was ich alles hatte. Das, ja, da wir sind hier zusammen auf dem Raumschiff. Und die Betonung liegt auf zusammen. Und das ja? da. Und das. Ja. Und es hilft nicht, wenn hier einer, ich will jetzt keine Namen nennen, wie mit einem Staubsauger innerhalb von 3 Millisekunden durch den Raum fegt. Und
das da und das. Ich finde es übrigens sehr cool, dass du nebenbei so dance, während Raupe ihr Inventar auf diesem Tisch auspackst. Was redet Anita? Verstehe ich auch nicht, was Anita hat. Ich verstehe es nicht. Ich habe so viel habe ich gar nicht eingesteckt. Also zumindest nicht viel nützliche Sachen. Ja, ist ja egal, wenn du die einzigen drei Sachen im Raum hast, mit denen man alle Rätsel löst. Aber ja. Guck doch mal, was wir geschafft haben, Andi. Hier? In der Zeit. Ich habe ein Tablett gelesen und habe einmal auf den Knopf gedrückt. Und das hat uns sehr geholfen, Andi. Ja, toll, jetzt fühle ich mich besser. Ja, ich kann nochmal sagen, dass hier Fabi ist die Einzige mit angemessener Kleidung. Das ist, Fabi hatte das bestimmt eingestellt. Na, aber da du gibt's kannst doch am Anfang einstellen, ob du dem Raum entsprechend... Genau. Genau. Ach so, okay. Wirst dann du vermutlich hab ich das angehabt scheinbar haben. Eingestellt. Ja. Weil so per se habe ich es nicht eingestellt. Ja. Das ist doch kein Raclette. Doch, ich dachte jetzt, bevor Fabi sich alles schnappt oder uns niederknüppelt und isst... Hey, ich hätte es nur angeleckt, ne? Raupe, drück mal auf den Typ, der macht Geräusche. Okay. Ich dachte, man findet vielleicht ein Token hier, aber ich sehe jetzt per se nichts. Ich verstehe nicht, warum ich immer wieder rausgeschmissen werde aus dem Bildschirm. Vielleicht, weil ich irgendwas klicke? Vermutlich. Ich hab das Licht ausgemacht. Oh. Vielleicht hilft uns das ja, um Tokens zu finden. Uns fehlen ja nur noch 6. Na, siehst du, das ist doch quasi nichts. Weg mit Odin. Wieso steht hier Blatt? Das ist doch kein. Wieso ist das ein Blatt? Hä? Wieso ist denn das, was ich in der Hand habe, ein Blatt? Aber wenn ich das Licht wieder anmache, ich grüße mich um. Das sieht... Fami, erklär mir, warum das ein Blatt ist. Wo bist du denn? Ach, hier hinter mir. Ein Blatt. Da steht Blatt. Ja, also, ja, also, Raupe, manche Leute knütteln ihre Blätter... Übersetzungsfehler für Sheet? Das kann sein, stimmt. Oh. Ja. Ja. Ist ja eigentlich ein Mülleimer. Erneut gefunden. Ist in den Büchern irgendwas? Ach, da ist der ich Mülleimer. Ich habe noch nicht alle durchgeguckt, aber wie ich jetzt geguckt hatte, da gab es nichts. Oh, schade. Keine Tokens. Das ist ja jammerschade. Also die sind hier, glaube ich, echt gut versteckt. Hier machen sie sich ein bisschen lustig über Portal. Hast du gesehen, was auf diesem Schraubenzieher steht? Nee. Pinecher Laboratory, so das Symbol von Aperture, von Portal. Ach da! Das ist ein bisschen witzig. Schön. Boah, ich hab ja jetzt so eine VR-Index, ne? Und spiele aktuell zwischendurch immer auch im Stream die Half-Life Alyx, ne? Ich glaube, ich habe noch kein Spiel in meinem Leben gespielt, wo ich so viel Schiss hatte. Ey, das ist so krass immersiv. Und wenn dann diese Facehugger da rumlaufen und was weiß ich alles. Boah, das stelle ich mir echt schwierig vor, wenn dir da sowas ins Gesicht springt. Ja, es ist unfassbar. Ich habe wie ein kleiner Junge mich schon auf den Boden zusammengeknüllt. Oh, ich habe einen Token gefunden. Am Hut. Ich hatte auch eins gefunden. Mir wurde gesagt, dass Resident Evil 7 auch richtig eklig sein soll. Nee, vergiss es, wenn boah, das würde ich halt... Ja, da wäre also, ich auch raus, du. Ich spiele das auch nur deswegen, weil es wirklich unfassbar gut aussieht. Unfassbar gut gemacht ist. Und die Story echt spannend ist. Ich würde das, glaube ich, ansonsten könnte ich das nicht spielen. Das ist unfassbar. Ja. Ich hatte vorgestern Abend hatte ich einen Kampf. Waren der Pflanze eine? Gemacht. Wie kämpfst du dann? Richtig so mit Boxen quasi so. Nee, es gibt keinen Nahkampf. Du hast eine Waffe. Ah, okay. Und du musst die auch richtig nachladen, wie man sich das vorstellt. Also du greifst dann so nach hinten auf deinen Rücken, um das Magazin rauszunehmen. Und dann musst du das wirklich rausschmeißen und musst ein neues reinmachen und musst richtig mit der zweiten Hand nachladen. Ja, weil nice. Die Index hat halt richtig Finger, dass du greifen kannst nach Sachen.
Das fühlt sich schon wirklich, wirklich, wirklich irre an. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, das so ist. Ja, ich glaube, ich muss mir leider Gottes nur das eine in dieser Qualitätsstufe. Alles andere ist, alle anderen VR-Spiele sind meistens nicht so geil. Mit mehr Platz dann irgendwann mal. Ja, ich habe, also hier im Raum geht's gerade so. Ich musste schon so ausmessen, dass ich mir leider Gottes ab und zu die Hände am Schreibtisch schlage. Ja. Aber meine Tochter zieht in einer Woche oder zwei aus. Timmy, Bimmel, danke fürs Zwangsverflauschen von kleiner Drache. Vielen, vielen lieben Dank, danke schön. Es gibt ein Spiel, das heißt Alex. Alex, ja. Alex. A-L-Y-X. Achso, nee. Nee, ach so. Das Half-Life Alex, das heißt ah, so. Das heißt ah. Y-X, jetzt genau. War ich gerade irritiert. Oh, in okay. Einem der Blätter, also im Sheet, war tatsächlich so ein Token drin eingefaltet. Oh, okay, sehr gut gefunden. Hinterm Mülleimer war auch eins, das habe ich auch gefunden. Echt? Aber ansonsten, oh ja, ja da. Ich sehe hier keins mehr. Was? Bin ich gerade ein bisschen... Ich habe auch das Gefühl, ich habe schon überall geguckt. Oh, guck mal, hier, da ist noch eins. Ja. Das ist halt, wenn du, je mehr du aufräumst, desto besser wird es hier. Bist du übersichtlicher, der ganze Scheiß. Ich frag mich, ob in der Sonne eins ist. Wieder so eins, wo du nur aus einem bestimmten Winkel irgendwie... Ebenso, Rimian. Wahrscheinlich, ja. Anni schläft halt auch nicht mehr, läuft die ganze Nacht durchs Haus. Ich hab nichts gefunden. Ums Haus herum, schaut nach, ob alles okay ist. Ah. Glaube ich dir. Mir. Glaube ich dir. Hi. So, in den Dingern ist irgendwie auch nichts. Ja, aber warum fährt rum? Es ist halt, also das ist ja Quatsch. Wir sammeln ja zusammen die Tokens. Es bringt ja also nichts, wenn die anderen die nochmal anfassen. Hä? Nee, das bringt gar nichts leider. Schön wär's. Weil fährt rum. Hast du durchgeguckt, oder? Ja, also du kannst sie gerne nochmal durchgucken. Aber ich habe sie eigentlich durchgeguckt. In den Bildern. Ja, ich wollte gerade sagen, oder? Ich habe gerade mal... Boah, warte, da kam eins runtergefahren. Was hast du gemacht, Andi? Warst du das? Du hast das Ding runtergefahren. Ich habe hier gerade was runtergefahren. Genau, da war ein Token. Das hast du gut gemacht. Ich wusste, ich hätte Raclette machen sollen. Wieso lerne ich das nie? Übrigens, Hoshi, heute ist Silvester. Man macht normalerweise Fondue oder Raclette. Fondue ist aber nervig, weil das... Okay, ich dachte, das ist für jeden individuell. Nee, fährt rum. Deswegen ist das mit der Brühe so geil. Machen Asia Hotpot. Kann ich beide empfehlen. Bei Melilal. Guten Wunsch. Bei zweit super. Siehst du, Hoshi. Hoshi. Zu zweit, also für dich. Hoshi, kannst du zu zweit dran essen. Macht man das normalerweise? Weiß ich nicht. Aber als ich klein war, haben wir immer entweder Raclette oder Fondue gemacht. Deswegen sage ich jetzt... Oh nee, weißt du, was ich bei meiner Oma immer gab zu Silvester? Nee. Und ich musste einige Silvester bei meiner Oma verbringen. Eierlikör. Ragu-Feng. Ich finde Ragu-Feng voll lecker. Ja, Mann. Ich finde, weiß ich nicht, in diesem Blätterteig-Zeug mit hier Ceausescu-Soße. Nee, wie heißt das? Ceausescu-Soße. Nee, Ceausescu war glaube ich, jemand anders. Das war jemand anders. Aber Ceausescu-Soße. Ja. Ja, das kann man ganz einfach machen. Warte mal, kann man nicht hier bei Google? Warte. Was willst du googeln? Achso, dir das vorsagen lassen? Ja. Übrigens, Andi, ich habe gestern Schwarzwurzel gemacht. Ja, ich habe es gesehen auf Twitter. Schwarzwurzel. Ich nur an mich selber erinnert, dachte mir, oh. Und wie sehen deine Finger jetzt aus? Zeig mal. Nein, ich habe natürlich Handschuhe. Steht auch extra auf diesem Rezept drauf, man soll Handschuhe anziehen. Ja, habe ich halt nicht gemacht. Ne? Normal. Ich habe mir die gekauft. Ich habe dann meine Oma angerufen. Nee, ich habe die gekauft, dann habe ich die angefangen zu schälen und habe gemerkt, oh, was ist denn das für eine Pampe, was für ein Saft da so rauskommt. Und dann waren die Hände halt ruckizucki schwarz und dann wurden diese Schwarzwurzeln, haha, wo kommt der Name wohl her, wurden dann auch sehr schwarz. Und dann habe ich noch mit diesem ganzen Scheiß meine Oma angerufen und hat gesagt, Oma, hier, du hast doch immer diese super leckeren Schwarzwurzeln gemacht. Worcestershire Sauce. Und irgendwie ist das hier eine Riesensauerei. Und sie so, haha, ich mache die doch nicht selber, die habe ich aus dem Glas. Jahrelang habe ich gedacht, meine Oma hat die selber gemacht.
War die immer nur aus Oma, Glas. Bester Troll ever von Oma. Ja. Wollen wir eigentlich weiter nach Tokens suchen? Wir haben halt 8 von 8, ne? Ach so, also, gut, ja, deswegen ja, frage ich schon so. Die ganze Zeit. Aber ich wollte die Oma-Geschichte nur erzählen. Mm. Ich habe gedacht, wir haben noch nicht alle. Ich habe nicht nachgeguckt. Emule, ja, gut. Ebenso. Okay, machen wir mal weiter. Oder? Und eine angenehme Nachtschicht. So, pass auf. Raupe, stell dich jetzt mal in die Ecke von dem Raum und mach erst mal 10 Minuten nichts, bis Fabi und ich uns orientiert haben. Ich gieß mir Wasser ein. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Okay, das sieht ein bisschen kaputt aus. Metallreplikator R8. L4, Entschuldigung. Kartenprogrammierer C2. Achtung, Netzschalter. Okay, wir müssen hier jetzt mal hier was fixen. Ein Gascontainer scheint mir schon mal wichtig. Ja, hier sind Gascontainer. Oh, okay. Wir haben das Leck. Eine beschädigte Schlüsselkarte von Captain Ross Drake erscheint mir auch wichtig. Hier ist eine Drohne. Ich habe das Leck gefixt, aber wir brauchen hier ein Verbindungsstück, glaube ich. Drohnenrezept. Hier ist ein Drohnenrezept. Ich habe auch ein Drohnenrezept. Ich habe auch eins. Oh, und noch eine Schlüsselkarte. Ja. Eine leere. Token. Oh, und der fehlt irgendwie ein Stück. Replikatoranweisung. Okay, also der Drohne fehlt, glaube ich, ein Objektiv und ein Fuß. Ein Objektiv und ein Fuß. Ja. Soll ich euch die Replikator-Anleitung vorlesen? Ich habe eine Schlüsselkarte. Ja, der Replikator hat aber noch keinen Strom. Erstmal brauchen wir Strom für den Replikator. Ich habe eine Schlüsselkarte, aber ich weiß nicht, wo ich die reinstecken kann. Okay, dann lasse ich das da einfach liegen. Pinbox, Verbindungsstecker. Schlüsselkarte einführen. Nur lesen. Was? Nur lesen? Guck mal, hier kann man den Strom ausschalten. Auge? Beschädigt. Da steht beschädigt. Okay, nur lesen. Nimm die mal raus. Ja. Ich habe ja auch nur eine. Ach, du hast auch noch aber eine. Aber die ist auch nur lesen. Habt ihr mal geguckt, was dieses Druckterminal macht? Welches? Ich habe noch eine. Ja, das habe ich schon ausgeschaltet. Ich habe hier noch eine leere. Guck mal, die kann man lesen und schreiben. Nimm mal die leere, beziehungsweise die zwei vollen, die du hast, also die beschädigten. Die haben, glaube ich, immer andere Zahlen. Stopf die mal da rein. Okay, ich nehme die erste. Guck mal, 011. Warum auch immer hinten rechts 12 steht, das verstehe ich noch nicht. Vielleicht sind es die Summen, weil wenn du die senkrecht siehst, ist ja 0, 1 und 1 und oben steht die 2. Ja, aber nach rechts funktioniert das dann. Aber okay, ja, 0, 1, 1. Okay, links ist 0, 1, 1. Nimm mal die andere. Guck, da haben wir nämlich andere Zahlen. Oh doch, dann funktioniert das, wenn wir das... Ja, das ist voll die gute Idee, Fabi. Hast du dir die blauen Zahlen drumherum gemerkt? Na, da oben, also an der ersten stand eine 2. Und das war ja 0, 1, 1. Warte, ich schreibe mir das mal eben auf. Oh, das ist sehr gut. Also wir haben ja... Hat jemand die Verbindungsstecker hier genommen? Anni, wir können gerade nicht. 0, 1, 1. So, dort haben wir 1, dann muss 0, 0 nach unten kommen. Und dort haben wir, weil sonst geht ja oben die 1 nicht. Und dann, ach so, bei der ersten habe ich mir rechts nicht gemerkt, was da stand. Unten steht ein 2. Soll ich den mal auswechseln? Ja, wechsel den mal aus, bitte. Wechsel mal aus. Da haben wir eine 1 und eine 2. Das heißt, da kommt eine 0 hin, da eine 1 hin und da auch. Okay, ich habe alle. Alles klar, ich füge die unbeschriftete ein. Willst ja. du das nee, oder mach nur. Willst du es ansagen? Mach nur. Also, wir fangen links dann genau. 0, dann eine 1, 1, eine 1. Dann eine 1, 0, 0. 1, 0, 0. Und dann eine 0, 1, 1. 0, 1. Oh, ich habe den Raum auseinandergenommen. 1. Oh. Hä? 1, 1. So. Yeah. Gültig. Gültig. Okay, wir haben eine gültige Schlüsselkarte. Wunderschön. Aber wofür brauchen wir sie? Das guck mal, ich hab rausgefunden, dass wir die Platten aufmachen können mit so einem Hebel. Ach du Scheiße, was tust du hier? Wir gucken mal hier so. Oh Andi, ich habe dafür Verbindungsteile, glaube ich. Guck mal, das hier, was ich in der Hand habe. Ich habe dich gerade gefragt, ob du die Verbindungsteile hast. Ja, warte, ich stopf die mal da rein. Ach so, nee, warte, das geht nicht. Doch, geht. Dann. So, ich glaube, man muss die... Ich vermute mal, dass man das jetzt alles verbinden muss, oder? Da ist ja aber schon eine Steckverbindung. Da fehlt nur eine. Fabi, geht da mal kurz weg. Entschuldigung. Da. Hier ist auch noch eine, die fehlt. Wo? Hier an der Seite. Ja, Andi zerstört es, aber Raum fixt es wieder. Ach da! Da, an der Seite. Waren das alle? Das waren alle. Das waren drei Stück, die ich habe. Die habe ich gemacht. Ah nee, da ist... Da fehlt noch eins. Da drüben fehlt noch eins. Entschuldigung. Ja, aber ich habe nur drei gehabt. Okay, also hier
hier fehlt noch eins. Deswegen kann man auch... Plattenentfernungswerkzeug. Ach, damit hast du Warte das mal, gemacht. Hast du vielleicht hier... Guck mal, die brauchst du gar nicht. Ach so. Ich glaube, ja, das dann, Teil hier gehört ja. nicht hierhin, sondern das gehört dahin. Ah, oh, das kann man momentan noch nicht machen. Warte. Muss da vielleicht der Strom erstmal aus oder so? Ja, genau, ja, jetzt. Erst aus sein und jetzt kann man den machen. Ja. Ups, jetzt können wir den wieder anmachen. Wow. Ah. Guck mal, jetzt okay. ist der Replikator ist nämlich jetzt an. Jetzt brauchen wir Metall. Ja, wir haben da hier unten haufenweise hier Wandstück. Packt er das da, hier? Das passt da bestimmt rein. Nee, es muss was Kleines sein. Pass auf, ich habe eine Anleitung gefunden dafür. Die sagt folgendes. Metallsynthesizer ist ein Replikator, der Metallschrott in Kunstwerk verwandeln kann. Das Ausgangsmaterial muss aus reinem Metall bestehen und klein genug sein, um die Öffnung zu passen. Hersteller von Objekten. Sie können drei Anweisungsslots konfigurieren. Jeder Slot besteht aus zwei Teilen. Fülltyp, voll, leer oder schachbrettartig und zweitens Anzahl. Wie oft die Anweisung ausgeführt werden soll. 0 bis 9. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ist bestimmt cool. Ja. Also erstmal brauchen wir Metall, was da reinpasst. Metall. Ja, guck mal, wie das hier zum Beispiel, diese Stange. Lass mal gucken. Ist die Stange da rein? Ja. Ja. Oh. Und? So. Jetzt und kann jetzt? Man hier Replikator. Aber was müssen wir denn machen? Müssen wir hier so ein Drohnen... Also ich meine, hier sind Drohnenrezepte. Ja, vermutlich so eine Drohne. Ja, ich habe ja Kegel diese Drohne hier noch. Oder Schubdrüse. Ja, warte. Schubdrüse. Nicht Drüse. Wir brauchen beides. Ebenso Simpy, oh. ebenso Fernandes. Lass mal die Schubdrüse machen. Okay. Soll ich das ist richtig, Bubble, da hast du recht. Hey Million, du ebenso. Hey Ulic. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Hm. Da ist eine. Ah, okay. Warte. So? Nee. Okay, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen, Cobretch. Dankeschön. Nee, also die Schubdrüse ist nur zweite in der ersten Reihe, dann eins und drei und dann nochmal zweite. In was sind das immer volle oder was? Wir sind immer volle, ja. Warte, ich guck nochmal nach, aber. Ja. Und die anderen sind so gekräuselt. Also so gekrisselt. So mit Pünktchen quasi oder Strichen sind das, glaube ich. Das heißt, oben in der obersten Reihe sind. Krissel, voll, Krissel. Okay. Zweite Reihe? Soll ich dir schon ansagen? Ich verstehe das noch nicht ganz. Hier liegen aber noch mehr Metallstangen rum, ne? Und ich habe hier noch eine Steckverbindung. Wofür ist die Steckverbindung? Pass auf, jetzt verstehe ich. Ist auch ein Metallteil, oder? Hä? Nee. Ja, ich kann das da reinstopfen. Also einen davon. Und der muss das sein. Start. Ja, das ist die erste Reihe, genau. So, okay, jetzt und die nächste Reihe. Und dann müssen hier voll, Krissel und voll müsste das werden. Die nächste Reihe. Voll, Krissel okay, und voll. Benet hier. Okay. Nee, hey, das kann so nicht sein. Der macht halt immer die erste Reihe, ja. Haben wir zu wenig Metall? Nee, Metall ich habe euch eben, ich habe euch noch Metall reingestopft. Ah, so okay, alles klar. Aber wie macht er denn die zweite Reihe dann? Damit machst du nur die erste. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier? Aber ich habe hier noch mehr Metall gefunden. Ich mache mal 0 und ich mache mal hier 3 Stück von. Nee, warte, 1, 2, 3. 4. War vielleicht irgendwo eine Anleitung, wie viel Metall man so. Hä, wieso steht hier auf der Rückseite von dem Drohnenrezept steht irgendwas mit einem Token? Token kleiner gleich 2. Wahrscheinlich kriegst du dann einer? Nee, kleiner gleich 2. Also wir können vermutlich in dem Metallreplikator einen Token bauen. Kann das sein? Ich das richtig kann sein, eben, ja. Das kann schon sein. Aber ich verstehe den Replikator ehrlich gesagt noch nicht. Also. So, warte mal, du sagst. Einen davon. Dann. Dann vollen und dann so einen anderen. Ja, aber wie geht's denn dann weiter? Ich weiß nicht, ob das. Was ist, wenn du so halb machst und davon 3 machst? Also 1, 2, 3. Was passiert dann? Okay, so rum wollen wir das nicht. Ah, ja, aber. Okay, warte. Aber das ist natürlich nicht so falsch. Gibt es das noch andersrum? Nee. Hä?
Warte nochmal, was passiert, wenn ich jetzt hier... Ach du Scheiße. Okay, also du sagst... Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das erste ist ein Freier, ne? Und dann kommen immer abwechselnd welche, ne? Wenn man dann... Das heißt, das ist ein Voller, das ist ein Freier, das ist ein Voller, das ist ein Freier... Das ist ein Voller, das ist ein Freier, das ist ein Voller. Wie viele Freier Andi hat. Und das ist ein Andi hat richtig viele. Das ist schon da, ist richtig. Eins, Action, du. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oioioioioi. Start. Oh, Andi, du bist so schlau, schlau. Boah, können wir jetzt den Token bauen? Der kam da unten raus sogar schon, da ist schon einer drin. Ach echt? Ah ja. Was so, warte, jetzt können wir hier, möchte ich mal zugucken, jetzt können wir hier die Drohne... Ich sehe nichts. Ach so. Kannst du erst draufklicken? Ich sehe es immer noch nicht. Echt nicht? Ich habe jetzt die Drohne hier an. Und da habe ich jetzt einen Fuß reingemacht. Jetzt müssen wir noch ein Objektiv oder so. Ach so, machen. Du bist ein bisschen in der Wand. Deswegen können wir da nicht wirklich zuschauen. Ach so. Warte, ich zeige euch die nochmal. Guck mal hier. Nee, wir sehen die trotzdem jetzt? Nicht. Echt? Okay, ist ein Bug. Gut. Was müssen wir jetzt noch machen? Was für ein Muster gab es noch? Live-Analyst. Hier, Retro-Eggy, hey, zu. Fabi, was gab's noch für ein Muster? Also. Der Kegel? Jetzt, Entschuldigung. Das war ein voller Kreis und in der Mitte ist es gepunktet. Also, oh, ich hab noch mehr Metall. 8 Felder drumherum einmal voll machen und einen mittleren. Okay. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4 davon. Dann einen davon und dann nochmal das hier. Raupe, sag mal, wofür brauchen wir eigentlich diese Schlüsselkarte? Brauchen wir die erst am Schluss dann? Vermutlich. Okay. Hier ist ja auch noch irgend so ein Druckterminal. Haben wir das schon gebraucht, das Druckterminal? Nee, ich glaube nicht. Oder meinst du, doch, weil hier kam so Dampf raus, den konnte man damit abstellen. Ach, siehst du, das habe ich verpasst, weil ich durfte ja nichts machen. So, guck mal hier. Die oh Gott, was tut sie? Oh, was, aber das sollte sie nicht tun, oder? So, sie du sollte... kannst jetzt hier irgendwie Spotlight und Laser und Rotation. Ja, aber gegen die Tür. Lass sie das hier weglasern. Das hier, steht uns ja im Weg. Was? Das da steht im Weg. Das, wir müssen ja hier raus. Pew, pew. Oh, da ist ein Token dran. Ja. Achso. Warte mal, ich muss mal auf Rotieren stellen. Ah, somit stört man die. Jetzt lass ihn lasern. So, so, ne? Ja. Laser. Boah, wie sie es weglasert. Guck. Spritz, 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 spritz. Sicher, dass sie es weglasert? Müssen wir da jetzt vielleicht... Siehst du? Warte mal. Aber du musst doch das hier weglasern, weil dahinter ist das Terminal. Ja, dahinter ist das Terminal, da nach links. Ja, sehr gut. Da. So, komm her, ich mach mal das Licht an. Drück es! Yeah! Wow! Yeah. Guck mal, sogar in der Zeit. Boah, wir sind voll gut heute. Servus, Ricky. Chat, wir haben es geschafft. Nice! Dam. Eine Schusselkarte. Dam. Ich bin der Schussel, ja. Und das war meine Karte. Ah, okay, die Schusselkarte. Die Schusselkarte, ja. Aber können wir die Drohne hier noch mehr wegräumen lassen? So für... Für Tokens? Ja. Klar, beweg sie einfach. Du kannst hin und her schalten zwischen bewegen und. Na, warte, ich würde ihr das hier so davor halten. So. Mach's weg, Drohne. Okay, das geht nicht. Schade. Ja, sie bleibt auch immer auf dieser Höhe, ne? Also, okay, jetzt nicht. Au! Oh, Entschuldigung. Au! Ey, au! Au! Was denn? Was ist denn mit ihr? Hör doch mal! Aber nicht die Tokens weggelasert. Ich habe einen Laser auf dich geworfen. Jetzt alle weggelasert. Andi hat sie alle weggelasert. Aber wofür ist denn... Dann, oh, hier ist ein Token dran. Das habt ihr bestimmt schon gefunden. Ricky, vielen Dank fürs Zwangsverflauschen. 20 neue machen es sich gemütlich. Danke dir, die gesponserten Gummizellen. Führe sie herum, gib ihnen nasse Handtücher. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Aber der kann... Danke, danke. Guck mal, da ist noch ein Ausgang. Oh, aber der geht nicht richtig auf. Warum nicht? Aber da ist vielleicht... Da ist ein Token! Da ist ein Token! Ach, da bist du! Ja, Mann! Jawoll! So, hat sich schon gelohnt.
Wir brauchen nur noch 2 Tokens. Das ist faktisch nichts. Könnte aber auch alles sein, weil wir stundenlang brauchen, ja, um sie zu finden. Richtig. Au! Aber wenn man sich duckt, kriegt man es nicht ab. Auch Haube. Ich mach die jetzt einfach kaputt. Habt ihr denn schon hier unten so ein bisschen die... Bam! Bam! Brüder, ich wünsche dir ein Blöde. Schönes... Drohne. Silvesterfest. Lass es dir gut gehen. Also die Drohne ist jetzt übrigens sehr weit oben. Wieso hast du die nach oben gepackt? Ich hab die nicht gepackt. Ich hab sie geprügelt. Okay. Bam! Hier wird geschrieben, voll Laser, wie du abgehst, Andi. Laser. Ja, hey, da spricht jemand auch meine Jugendsprache. Also ja, mal mega hart Hüfte. Ja, so reden wir jungen Leute halt. Ja. Natürlich. Wer, wenn nicht ihr? Ja, ist doch. Ja. Ja, weiß nicht. Oh. Geht noch irgendwas? Ich und meine Braut, wir reden so. Ich hab vorhin unter einem dieser Schafts hier noch einen gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den genommen haben. Büffelhüfte, vielen lieben Dank für den Resub. Ebenso guten Rutsch, danke schön. Unter einem war einer. Habt ihr den genommen gehabt? Unter den? Ja, den habe ich genommen, aber da stand schon, das war schon genommen. Also. Ey, ich hatte hier so aufgeräumt, jetzt hast du das alles wieder in die Mitte gefuckt. Was? Gefuckt? Also bitte, ja. Hallo, wie reden Sie bitte? Gastronomie-Raube, wie drücken Sie sich denn bitte aus? Das sagt also, man bei uns so, das ist ein anderes Wort für geworfen, googelt es. Das ist ein sächsisches Jugendwort, oder was? Können jetzt mal das bitte, können die Sachsen das mal bitte das bestätigen, dass das einfach ein anderes, ein Synonym für geworfen ist? Ja, na, das wird nicht so, das ist nicht das Englische. Mann! Okay. Stapelt es. Ob ihr Sachsen Englisch spricht. Guck mal, ja, da. Eben, genau das ist es ja. Vielleicht müssen wir. Guck mal, ich hab mal einen gefunden hier. Der war hinter den Rohren versteckt. Vielleicht müssen wir den Strom abdrehen und dann mit dem Spotlight irgendwas anschauen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich mach mal den Strom aus. Na gut. Bestätige das. Siehste? Dort. Mir wird hier zugestimmt. Oh? Wo nochmal? Was? Wo nochmal, Raube? Na, dort. Dort, ich hab noch ein Token hier gefunden. Ja! Oh, dann haben wir alle. Da oben drin? Ja, 8 von 8. Yeah! Das haben wir alle. Sehr gut. Hat er Kraut oder Braut gesagt? Kraut. Alles ist gleich. Kraut, Starhawk, Kraut. Danke für den Reset. Oh, ich hab ja eine Weihnachtsmannmütze auf. Jetzt sehe ich mich das erstmal. Ich dachte. Du siehst sie doch jedes Mal, wenn du gewinnst. Also, ja, ich hab dich drauf geachtet beim letzten Mal. Du hast sogar halt voll den krassen Raumanzug an. Du bist halt die Einzige, die hier irgendwie in Style gekleidet ist. Ja. Mit meiner Weihnachtsmannmütze, ja. Godo, danke für das Geschenk an... Wer ist denn das? Miriam. Miriam, wer ist das denn? Miriam. Dankeschön, Godo. Ja, ist doch nicht auf deinem Kanal passiert, oder? Sachsen sagen auch immer nü. Wir sagen nicht nö. Nicht mit ü. Nö. Wie sagt ihr dann? Nö. Nö. Mit ö? Nö? Nee. Wieso? Okay. Aus welchem Bundesland bist du, Fabi? Das sage ich dir nicht. Schweden. 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 Das schwedische Bundesland. Das berühmte Bundesland Schweden. Oh, sind das Nordrhein-Westfalen, oder? Roboter. Jetzt sind wir hier im Periodensystem der Elemente. Oh. Oh. Ein Staubsaugroboter. Was macht er? Crystal Slot. Ich habe hier eine Helix, da sind einige Sachen hell. Ich würde jetzt schon behaupten, dass das für irgendeine Lösung ist. Guck mal, man kann hier fancy irgendwas hin und runter, hin und her. Oh, guck mal, das hier kann man definitiv aufmachen. Ich weiß nur noch nicht, wenn ich den Staubsaugroboter vielleicht dagegen prügle. Nee, das geht nicht. Oh, der Helium. Medizinschrank. Ich habe den Medizinschrank aufgemacht. Wow. Hier gibt es 3 verschiedene Werkzeuge. Und möchte jemand Drogen? Ja. Also wir haben Antibiotika. Hey, Betty. Godo, danke schön für den Geschenkesub an Rimiam.
Ja, nun. Ja, okay. Und danke schön für deinen Resub. Ne? Nö. Nö? 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 So, also hier ist intramuskuläres Antibiotika, 4 Milligramm, Injektion. Medizinschrank und Werkzeug, okay. Kristall beschädigt, Kühlmittel niedrig, Energiekern reparieren. Der Vorratsschrank ist zu... Wir müssen den Energiekern... Ich habe hier Natriumhydroxid. Hier ist Sulfur. Ein Sulfurstreuer ist hier. Habe ich auch in der Küche. Ich habe ein kleines Aluminiumstück. Oh, das kann man da rein... Ach, guck mal hier. Willst du das kombinieren? Schwefel mit noch irgendwas. Was brauchst du, Raupe? Hast du nicht irgendwas mit Aluminium gesagt, Raupe? Hä? Hat jemand noch so einen Kanister? Nee, aber ja, hier drin hier. Im Metall. Aber nee, Andi, wieso denn? Hä, in dem einen Ding? Nee, da geht doch. Hier, guck mal, hier sind zwei. Ach, nee, das guck ist mal, der Fabrikator. Hier ist ein Saugroboter. IOT 2. Ich stell dir das mal dahin. Ich hab dir Natriumhydroxid dahingestellt, Andi. Hört ihr kurz zu? Ja. Schiffslogbuch 7. Aufgrund des Mangels an Lagerraum haben wir beschlossen, meine Aluminiumabfälle auf dem Schiff zu recyceln. Sogar Getränkedosen können helfen, um Aluminat herzustellen. Es ist einfach herzustellen. Will, Chefingenieur. Sehr gut. Hier sind scheinbar auch noch Aluminiumsachen. Oh, hier ist noch eine Getränkedose. Hier ist noch Zink. Ja. Und hier ist noch ein Tablet. Okay, also hier bei diesem chemischen Kombinator kann man ein Röhrchen und ein Material miteinander. Das nehmen wir einfach mal mit. Wir legen das mal hier hin. Wenn wir hier schon so einen schönen Tisch haben, können wir das ja einfach mal hier mit hinstellen, finde ich. Hier kann man Crystal Mess machen. Geil! Was willst du machen? Hier kann man Crystal machen. Was willst du herstellen? Crystal. Ja, klar. Habt ihr die Schubladen schon gelootet? Mit Sicherheit, ne? Ja. Hier ist ein Tastenfeld. Nee, wir brauchen blau. Nero. Gebe ich euch nicht ab. Metallrecycling. Ach, du willst das da alles reinschmeißen? Molekulares Modell. Aluminium und Sodium. Hydroxid geht Aluminium. Okay, also offensichtlich müssen wir irgendwas herstellen. Meth. Oh, Robin, vielen Dank für 10 Geschenke. Robin, danke schön. Dankeschön für 10. Hey, Gudu. Ich stehe bei ebenso. Also ich glaube, wir müssen ja hier erst noch in CCD12 kommen. Also in dieses... in diese Vorratsschrank. Ja, ja, aber wir... Also wir haben zum Beispiel aber hier unten ist ein Bedienfeld. Andi, im Logbuch steht ja, dass wir da nicht rankommen und wir aber trotzdem durch Aluminiumabfälle, die hier drin sind. Oh hey, Aluminium, das ist ja mal voll easy. Sag das doch. Okay, also warte. So. Rot 1, 2, 3, 4, 5. Was heißt Aluminium kann ich doch hier rein tun? Das ist eine 8. Rot ist eine 8. Ach, guck mal, wie kombiniere ich die denn? 4, 7. Aluminium. Haben wir denn irgendwo Sodium? Das ist 4? Stimmt. Haben wir irgendwo Sodium? 1, 2, 3, 4. Nee, das geht nicht. Das sind zu viele. Sodium? Ja. Zu viele Weiße. Ich habe nur einen Donut. Das sind ja mit Und dann habe ich ein kleines Aluminiumstück. Und ich habe irgendwas mit Helium. Zu viele Weiße. Was für Tuben hier haben wir denn noch? Was haben wir denn blau? 1, 2, 3, 4, 5. Warte, das heißt, wir müssen. Warte. Ich komme drauf. Das heißt, wir müssen Sodiumhydroxid erstmal herstellen. Vielleicht machen wir eine 1. Sodiumhydroxid. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, dass ich Chemie abgewählt habe. Carbon und Oxid. Ja, habe ich auch. Carbonmonoxid. Okay. Sodium. 5, 6, aber wie machen wir denn. 7, 1, 2. Das sind 11. Weiß sind 11. Was soll ich denn mit 11 machen? Vielleicht eine 2 zusammenrechnen? Sozusagen, dass man dann 8, 2, 7. Das, das ist auch falsch. Naja, aber wofür? Why? Sodium. Ja. Was ist das hier? Ich dachte, darf ich euch vielleicht kurz was fragen? Na, aber gerne doch. Guck mal, wir haben doch hier diese molekularen Modelle. Ja. Diese 3. Und da unten ist ein Bedienfeld, wo das rot, weiß, blau ist. Und ich dachte jetzt, man zählt die Kügelchen aller und rechnet die zusammen. Das Problem ist, die Weißen ergeben 11.
Und ich habe schon eins probiert dafür oder zwei, weil eins und eins, weißt du? Ja, Quersumme, ja. Geht nicht. Okay. Aber das war so die Idee. Okay. Oder ist die doof? Habt ihr noch was anderes, wo die drei Zahlen mit Rot, Weiß, Blau? Nee, ergibt schon Sinn, weil das Rot, Weiß, Blau ist, aber... Aber Rot, achso. Findet man da sonst noch irgendwas drin? Nee, ne? Können wir nicht mit dem kleinen Aluminiumstück das da aufmachen? Nee, können wir nicht. Oder? Doch. Und wenn wir die einzelnen durchprobieren? Ach, hier sind es immer drei. Okay, nee. 4, 2, 2. Mist. Nein, können wir nicht. Also wenn du ein bestimmtes irgendwie... Ich hätte eine Vermutung. Benetier, was wäre denn deine Vermutung? Ich glaube dir, dass du redest. Bierballe, danke für den Resub. Und Bierballe, danke fürs Zwangsverflauschen. An die 5-9. Vielen lieben Dank. Also 8 ist die erste Zahl und 7 die letzte. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Bei Rot und Blau. Warte. Entschuldigung, ich habe die anderen hier. Müsste 8 und 7 sein. Zack. 8 rote, 7 blaue und halt 11 weiße. Habt ihr schon mal rausgefunden, wofür das Werkzeug ist? Nee, leider noch nicht. Habt ihr schon irgendwas gefunden, womit ihr... Vielleicht kannst du mit dem Werkzeug da unten das aufmachen? Das hier? Da unten ist? Das? Nicht mit dem. Okay. Und nicht mit dem. Genau, bisher gehen wir es zu dem Whiteboard passt. Oh nein. Das sagen wir keinem, okay? Ach so, du meinst... Oh Gott, nein. Das verstehe ich aber nicht. Da bin ich raus. Andi, du hast doch Chemie nicht abgewählt. Nee, ich habe Chemie nicht abgewählt. Ich habe aber gerade... Andi, kannst du versuchen, Sodium das passende molekulare Modell... Ich habe jetzt gerade Sodiumaluminat hergestellt. Das ist schon mal cool, ne? Ja, Andi, kannst du zu diesem hier, zu diesem Molekül hier, das passende Molekülmodell rausfinden, Andi? Oh Gott. Dem da? Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Oh Gott, was... Nee. Oh, da bin ich raus. Ja, na, ich halt auch. Warte mal, ich glaube, es ist das hier. Aber lass mal gucken. Ich glaube, es ist das hier. Okay, dann probiere ich. 3, 4, 2. 3, 4, 2. Nein. Aber ist es nicht mehr als nur... Also ist es wirklich nur das hier, oder... Das weiß ich nicht. Das war aber so der Gedanke. Da unten ist halt ein Bedienfeld. Ich schiebe mal das Wasser ab. Das ist ja nervig. Ich muss mir auch was rechnen. Ich weiß da nicht. Ja, aber die reichen ja nicht aus. Das sind die nicht. Das ist keins davon. Vielleicht muss man sie zusammenknubbeln. CN. Das passt ja nicht. Also... Man kann die nicht aufeinander ziehen. Mhm. Aber das reicht ja nicht. Also die passen nicht. Das sind ja wesentlich simplere Moleküle als das, was da angeschlagen steht. Okay. So, aber ich habe hier dieses Sodiumaluminat gemacht. Ich weiß noch nicht, wofür. Ja. Das hast du ganz toll gemacht. Und dann steht hier aber plus Hydrogen. Was ist plus Hydrogen? Ja, Hydrogen. Ist das vielleicht das Wasser? Wasser? Also irgendwie... Das ist definitiv nicht unser Raum. Achso, das hier anorganische Biologie. Ich hab's endlich gefunden. Man kann selbst Folgendes verwendet. Oha. Ich habe 3 Moleküle hergestellt und sie haben eine besondere Symmetrie. Sie sind wunderschön. Ich muss sie in 3D drucken. Sie sind sich sehr ähnlich. Man muss sie also aufmerksam sein, um die Unterschiede zu finden. Es sind 3. Einer für jedes Atom. Hä? Okay, warte. Was? Ich habe 3 Moleküle. Das sind ja die Moleküle. Sie sind sich sehr ähnlich. Man muss also aufmerksam sein, um die Unterschiede zu finden. S-I-O-H. Ich habe Chemie echt... Chemie war nicht mein Fach. Ich habe es nicht gemocht. Ich hatte aber auch durchgeschmeißen Lehrer. Kann ich mal die anderen Dinger haben? War einfach... Das nicht...
Ich raus. Bei mir war es so, ich habe am Anfang nicht aufgepasst. Und wenn du am Anfang schon nicht aufpasst dann und nicht mal diese ganzen Gleichungen ausgleichen kannst, na, dann bist du dann hast du Pech. 2, 3, 4. Dann ist es. Es sind 3, einer für jedes Atom. Ja, Chemie war cool. Es hängt so sehr vom Lehrer ab. Jedes Atom. Das hier ist ja dann das Richtige. Das sind 3, einer für jedes Atom. Hi Medikus. Erste Ausbildung war sogar ein chemischer Beruf. Ja, dann müsste das doch hier voll dein Ding sein eigentlich. Sie sind sich sehr ähnlich. Man muss also aufmerksam sein, um die Unterschiede zu finden. Es sind 3, einer für jedes Atom. Ich verstehe nicht ganz. Das hier ist 333. Hier ist ein blauer weniger und ein weißer mehr. Und hier ist... Steht ja da. Also Idee. Rot und Blau der Modelle einzeln zusammenzählen. Dann hast du 5, 6 und 4. Wie einzeln zusammenzählen? Das verstehe ich nicht. Nee, das ist nicht richtig. Also insgesamt kommt ja 8, 11, 7, glaube ich, raus. Oder wie meinst du das mit einzeln zusammenzählen? Nee, ich glaube, es ist der Unterschied. Hier steht ja, sie sind sich sehr ähnlich, man muss also aufmerksam sein, um die Unterschiede zu finden. Es sind 3, einer für jedes Atom. Also wenn es 3 sind, ist das hier das Richtige. Und dann ist weiß. Was ist die Differenz? Ach so. Ja, das glaube ich halt auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ein weißes, ein blaues. Dann wird eine... Gibt es hier eine Reihenfolge irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Die sind ja alle gleichwertig. Also gibt es keine Reihenfolge davon. Also muss es ja doch irgendwie mit der Summe zu tun haben. Warte, ich muss mal das... Wo ist das Schloss? Dafür? Ja, das Schloss hat nicht viel. Das sind einfach nur rot, weiß, blau. Und du sollst Zahlen eingeben. Jeweils für die Farbe halt. Rot, weiß, blau. Also mal auf ISP hin. Hä? Bis wohin soll ich denn da jetzt scrollen? Ich sehe keine Nachricht von ISP. Wie viel ist der Unterschied von... Ach so, Das probiere ich auch gerade rauszufinden, aber ich verstehe nicht genau... Wie man das rechnen soll. Ja, eben. Wie soll ich denn das rechnen? Also wenn ich die alle gleichwertig bringen soll. Nee, was hast du gesagt, Andi? Was stand in diesem Ding? Andi. Moment. Was stand in dem Tablet, Andi? Du hast das Ding. In dem Tablett steht, ich habe es endlich rausgefunden, man kann selbst replizierende künstliche Orgasmen herstellen. Ich habe 3 Moleküle hergestellt und sie haben eine besondere Symmetrie. Sie sind wunderschön, ich muss sie drucken. Sie sind sich sehr ähnlich. Man muss also aufmerksam sein, um die Unterschiede zu finden. Es sind 3. Einer für jedes Atom. Es sind 3. Einer für jedes Atom. Und wenn ich mir die 3 angucke... Verstehe ich nicht genau, was der mir sagen will. Vielleicht ist das eine doofe deutsche Übersetzung? Oh, warte mal. Okay, dem hier fehlt ein ganzes Molekül. Wir haben dieselben Moleküle. Das ist halt auch nicht anders.
Anni, kannst du mal ein Stück zurückgehen? So. Also das Witzige ist, dass einem fehlt ein ganzes... eins fehlt ein ganzes Atom. Zwei haben dreimal rot, einmal nur zwei, also zwei vielleicht so. Was? Was sollen das jetzt probiert, für Zahlen eins, sein? 1, 1, 1 wäre die Lösung, aber das macht auch keinen Sinn. Nein. Was einfach alle Roten zusammenzählen, dann minus weiß die Differenz als Endzahl, dann wieder zu den Weißausgangszahl wieder gehen und zu blau. Was? Uiuiui. Was sind das für ein Satz? Also möchte ich mal kurz anmerken, dass H, Wasserstoff, nur eine Verbindung hat. Und wenn das die blauen sind, dann gibt es hier ein Wasserstoffatom, was 1, 2, 3, 4, 5 Bindungen hat. Das ist doch Quatsch. Ist ein großer Satz, ja, den kann ich nicht lesen, Medikus. Ich weiß nicht, was ich mit dem Satz anfangen soll. Mach mal 2, 2, 4. Ich will nicht irgendwas machen, wenn ich nicht weiß, was... Ich kann das nicht spielen. Das ist leider Gottes, ist das komplett falsch, ja. Das Wasserstoff, ja, sind die blauen. Und Wasserstoff hat halt eine Bindung. Und hier hat Wasserstoff mal 5, sagt gerade, Wasserstoff mal ist weiß. 2 und mal 3 Bindungen. Das ist halt falsch. Simpi sagt gerade, Wasserstoff ist weiß. Wasserstoff ist nicht weiß. Weiß ich nicht. Medizinisches Logbuch. Rot ist SI, weiß ist Wasser ist Sauerstoff und H, ja. Wasserstoff ist blau. Das ist richtig scheiße. Unterschiedlich sind ich bin raus. Oh. Aber in meinem Chat sagt auch, 5 Bindungen sollten eigentlich überhaupt nicht gehen. Ja, eben. Es ist dieses. Er hat es doch nur gedruckt. Mann, mit dem 3D-Drucker, okay. Mit deiner Fantasie geht alles. Jetzt seid da mal nicht so. Ja, was Fantasie. Ist denn mit euch? Okay. Nee. Oh nein. Ich hab nicht da drüben hingucken. Ich hab schon wieder das Fragezeichen-Ding gedrückt. Ach so, okay. Hier steht, Wasserstoff ist laut der Formel an der Tafel an den Enden. Kann Andi die mal hinlegen, damit man zählen kann. Ich kann dir sagen, dass da 8 rote sind insgesamt auf alle verteilt. 11 ja, die Formel hier stimmt ja auch. Weiße und 7 blaue. Steht, ist ja okay. Andi, kannst du die Dinger mal hier auf den Boden legen, bitte? Was ist denn jetzt das Problem? Weiß ich nicht. Chat will gucken. Das wissen wir alle nicht. Aber das also sind bei doch... dem einen gibt es ein rotes Atom mehr als bei den anderen. Die anderen haben nur unterschiedliche Farben. Ein rotes, 2 weiß. Können wir die einfach nochmal zusammenzählen? Kannst du mir nochmal sagen, was ist rot? Ein rotes, 2 weiß, 2 blau. Acht. Nein, das habe ich schon probiert. Wie viele acht rote? Rot. Entschuldige bitte, es sind 8, 11 und 7. Ja, 11. Na, 11 geht ja nicht. Ja, na 8. Das war ja das. Ich habe schon 1 so probiert und 2 probiert. Für weiß. Und blaues, 2, 4, 7. Ach so, Hydron ist Wasserstoff, ist weiß. Na, aber das ist hier nicht auf diesem Blatt. Das ist auf dem Ding, was Andi in der Tasche hat, auf dem Tablet halt nicht so. Ach so. Warte mal, wenn man sagen würde, das sind 3, 2, 3. Lies zu Ende. Und dann rechnet man den Unterschied. Ich kann nicht zu Ende lesen, wenn Andi redet, das geht nicht. Weiß Carbon, Kohlenstoff ist rot, Oxygen, Sauerstoff ist blau. Standard in Schule und Laboren bei Molekülen. Ja, aber was bringt mir denn die Info, Simbi? Was zur Hölle bringt mir jetzt gerade die scheiße Information? Die Unterschiede, also man muss die Unterschiede finden. Aber die Unterschiede zu was? Besondere Symmetrie. Es sind 3. Einer für jedes Atom. Es sind 3 Unterschiede. Es sind 3 Unterschiede, einer für jedes Atom. Okay, was ist der Unterschied bei den Weißen? Ich muss die nochmal nehmen, es tut mir echt leid. Weißen, du musst mir naja, bei mir angucken. Zweimal sind 4 Weiße und einmal ist 3. So, warte. Also, nur mal die Weißen. Simpi, warum schreibst du das gerade? Weißt du, 2 davon haben 4 weiße Böppels und einer hat 3. Ist das der Unterschied? Ist dann 1 der Unterschied?
Ja, ach so, weil mal, Lides. Lass uns das mal das so probieren. Hat. Und bei okay. Rot haben wir 3 und 3 und einmal 2, also ist 1 der Unterschied. 1? Bei Weiß 1 und bei Blau? Bei Blau auch 1, das habe ich vorhin schon angegeben. Nee, dann. Okay, dann war meine Idee leider nicht gut. Ja, Xavier, haben wir schon gesagt, das geht gar nicht, ne? Hey, vor allem, das sind unterschiedliche Werkzeuge und im Inventar sehen die gleich aus. Wie dumm ist das denn? Ob es verwirrt. Nee, ich bin halt vollkommen raus. Also das verstehen wir ja jetzt offensichtlich alle drei gerade nicht. Was man... Man muss also aufmerksam sein, um die Unterschiede zu finden. Es sind 3. Einer für jedes Atom. Einer. Ein Unterschied. Wie wäre es mit der Anzahl der Bindungen der 3 Elemente? Ja, okay. Auch nicht so schlechte Idee. Okay. Das ist keine so schlechte Idee. Meinst du, die Verbindungen zählen? Steht in meinem Chat. Ich war nicht schlau. 1, 2, 3, 4. Was ist die erste Zahl? Rot. Also rot. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Aber es sind halt keine Unterschiede, deswegen glaube ich das nicht. Das Zusammenzählen ist. Wir probieren es mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann wäre rot 8. Ach so, ja, aber das, du vergisst es. Das kann nicht sein, weil dann hat ja weiß noch mehr. Ach so. Okay. Gut. Aber es war eine Idee. Am Ende also wenn man nur den roten anguckt, ne, wenn ich mir nichts anderes angucke und mir nur den roten angucke. Ja, nur den roten. Dann hat halt rot einen mehr. Also dementsprechend ist das ja schon die 3, einen weniger. Die Moleküle ja mal hinlegt, sodass wir alle mal schauen minus können. Eins geht ja, nicht nee, mehr. Das tut mir halt, also das kann ich halt nicht, wenn Andi sie braucht. Ja, aber guck ja, doch bei mir. Guck doch bei mir einfach an, dann kannst du die auch sehen. Ich schalte da hin und her zwischen. Na, und aber das ist. Wenn sie auf dem Boden liegen, siehst du halt nichts. Das stimmt nicht. Wieso sieht man nichts, wenn die auf dem Boden? Weil die gleich, weil du die am besten, wenn du die hier hin und her schaltest, siehst du die nicht, wenn du die bei mir anguckst? Na doch, aber naja, wir springen immer wieder raus. Das ist für uns total so. Grütze. Also wir können das nicht, wenn du die. Das ist halt nicht ja, sinnvoll. Okay. Ich kann. Ja, das Problem ist, wenn ich sie irgendwo hinstelle, dann sind sie nicht gleich ausgerichtet. Ich kann ja mal, kannst du mal das Tablett hier wegtun? Kann ich mal versuchen. Ich glaube aber, dass das zu kompliziert gedacht ist, die gleich auszurichten oder so. Das ist zu kompliziert. Aber da siehst du am besten die Unterschiede. Das haben wir doch schon längst versucht, Gevatter. Das war doch das Erste, was ich versucht habe. Einfach nur die Dinger zusammenzuzählen. Ja. Des einen, der anders ist. Und na, aber die Zahlen sind nicht. Im Periodensystem, die haben ja auch Zahlen. Könnte es damit was zu tun haben? Der eine, der anders ist, hat 333. Das ist es nicht. Das hat Anni, glaube ich, vorhin versucht. Nee, außerdem haut das nicht hin, weil die sind sowieso anders. Also es gibt nicht den einen, der anders ist, sondern die sind. Die unterscheiden sich alle. Ne, bei dem roten sieht man das gerade sehr gut. Da fehlt halt einer. Ja, an dem hinteren ist, liegenden. Er sagt also, ja, die 3 haben eine besondere Symmetrie. Bei dem blauen die sind alle fehlt sehr einer. Ähnlich. Man muss also aufmerksam sein, um die Unterschiede zu finden. Es sind 3. 3 und ein mit 2, also jedes 2. Atom. Ja. Hat in meinem zum Chat Beispiel rot 2 mal 3 und einen mit 2, also 2. Da fehlt ja schon wieder ein in Wort, Chat oder? Ist eine Theorie, schätze, 2 von denen sind richtig und 1 ist falsch und man muss halt die beiden richtigen zusammenzählen. Könnte das helfen? Boah, Simpi und Lee, könnt ihr 2 das untereinander bitte irgendwie per Flüsternachricht machen? Das macht mich total irre, ja? Irre. Ihr, das, ich finde das faszinierend, dass ihr von Chemie so unfassbar viel Ahnung habt, aber klärt das halt einfach unter euch. Ja, also pass auf, wenn die halt eine die Symmetrie Frage. Haben, dann glaube ich, ja. dass was momentan in der Mitte liegt, das Richtige ist. Das hat 333, okay? Das so, haben dann wir ist, schon ausprobiert. Genau, dann heißt das, was ist der Unterschied jetzt bei Weiß? Einmal auf der einen Seite ist 1 mehr. Ja. Nee, 1 weniger, 1 fehlt. Bei dem Weiß in der Mitte. Nee, das in der Mitte ist das einzig Richtige, ist meine Theorie. Okay.
Okay. Weil das von allen drei hat. Und das heißt, dass es, die sind super symmetrisch. Das heißt, 3, 3, 3. Das heißt, das ist das Einzige, was drei blaue, drei rote und drei weiße hat. Das ist unser Bezugsmodell sozusagen. So, und wenn ich dann gucke, hat das eine einen weißen mehr. Mhm. Und dann haben wir zwei blaue, die uns fehlen. Wieso zwei blaue? Weil jeweils die beiden anderen nur... Also die müssten drei haben, haben aber nur zwei. Also eins plus eins sind zwei. Und dann bei dem roten ist es eins. Das heißt... Hatten wir das nicht schon mal? Eins, eins, zwei. Gibt es nur einen mit zwei? Bei blau nur einen mit drei. Bei weiß nur einen mit drei. So meinen wir das, Raupe. Warum ist... Also ich habe keine Ahnung davon, deswegen frage ich so doof. Aber kann man mit dem Periodensystem irgendwie noch was rausfinden mit den Zahlen, die da drüber stehen? Kann man probieren, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Weil das sind zu hohe Zahlen. Ja. Also ne, dann hast du 118 oder sonst irgendwie. Das ist... Nee, ich glaube, mein Grundansatz stimmt schon. Die Frage ist halt nur... Eins, zwei, zwei hatten wir schon, ne? Hm. Fabi, was hast du jetzt gerade eingegeben? 112 habe ich eingegeben. Also rote 1, weiße 1 und blau 2. Rot ist 0. Das Rätsel muss ja auch ein Laie lösen können, eben. Das Rot ist 0. Rot ist 0. Okay. Das Periodensystem hat damit nichts zu tun, Leute. Das glaube ich nicht. Nein. Das ist leider auch nicht. Die Zahl dessen, der anders ist bei Rot, ist eben der mit zwei anders. Oh, warte, aber Rot was? Ist... Was habe ich eben gesagt, was Rot ist? Eins, ne? Null, hast du gesagt. Ja, aber davor war eins, ne? Die vielleicht ja. Einfach die Anzahl des einen, der also pro Farbe. Zum Beispiel Rot 2 mal 3. Die Zahl dessen, der anders ist bei Rot, ist eben der mit zwei an. Alter, ich verstehe halt die Sätze überhaupt nicht. Wieso? Liegt das an mir? Selbst wenn ich die vorlese, verstehe ich die nicht. Mach mal bitte 5, 7, 4. 5, 7, 4. Nein. Okay, ich habe jetzt die gesamt aufsummiert, die es halt nicht sind. Hm. Das sind der anders, das ist eben der, also 2. Ey, das ist total verwirrend. 3. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst, Gevatter. Probier mal 2, 3, 3. Warum? 2, 3, 3. Ja! Warum? Pass auf! Also, der anders ist, von den dreien in der Farbe Rot, ist der hier. Also die 2 für Rot zusammen addieren. Bei Blau ist derjenige, der anders ist, der mit 3 Molekülen, also 3. Bei Weiß ist der anders ist, auch der mit 3, weil die anderen beiden 4 haben, also 3. Alter! Hä? Immer der anders ist, dessen Zahlen zusammen addiert zählen. In Ach, der du Farbe. Scheiße. Aber das Rätsel kannst du in 3 Millionen Arten auslegen. Ja, natürlich kannst du auslegen. Das. Ja, ja. Und das macht es auch so schwierig, weil am Schluss ist es halt gerate. Ich meine, jetzt, wenn man es dann hört, sagt man, ja, macht dann Sinn. Dann sagt man, ja, macht wenn, Sinn. Aber erst aber wenn du es hörst, dann können halt, die anderen ja. Sachen, die wir alle probiert haben, hätten auch Sinn machen natürlich. Können. Hätte man auch sagen können, ja. Ach, das macht mehr Sinn. Also, ja, na, das ist ein sehr ambivalentes Rätsel. Ich habe keinen also, Bock mehr. Da drin war, ich lege es auf den Stuhl. Danke für den Reset. Übersetzung ein, nicht so prall. Ja, ich glaube auch, Gevatter. Da? Ein Controller ich und ein auch. Schweißbrenner. Und ich möchte den Schweißbrenner anwenden irgendwo. Zeig mir, wo ich ihn anwenden kann. Schweißbrenner? Probier mal hier unten. Hier unten. Nö. Schade. Rums, dagegen werfen kann ich ihn. Also den finde ich ja echt... Ich, ja, also den fand ich jetzt hätte auch ein bisschen nicht anders machen sollen, meiner Meinung nach, weil das kannst sehr... du den Vorratsschrank hier aufbrennen? Ne, habe ich auch gerade schon versucht, aber oder hier unten? Ne. Nee, es hat nichts mit Chemie doof zu tun. Das Rätsel hat ja gar nichts mit Chemie zu tun. Nee, eben, das Rätsel hat überhaupt nichts mit Chemie zu tun. Wie kommt man denn darauf? Freischalten, Controller. Was ist denn das hier für ein Controller? Genau, das habe ich gerade gesagt. Das ist der da drin war, in der Luke. Ach, ich 10.
O-N-E. One gleich eins. One gleich eins. Acht. Acht. Zehn. Und zehn ist one, das ist eins. So, eins. O-N-E. One. 90, 75. Was ist 90, 75? 90, 75. Wir gucken aufs Periodensystem. 90 ist... Oh Gott. Wo ist die 90? Die ist... Ah, da unten, ganz unten, TH. TH. TH, da kommt bestimmt free raus, oder? 90, 75. Wo ist die 75? RE. Na genau, 3. 1, 3. Warte, wo ist der Controller hin? Aber es oh, Andi. Aber geschrieben. Ich will auch was machen. 99, 100, drehen um! Drehen 99, um jetzt. 190. Aber danke. Free wird mit Doppel-E geschrieben, Hoppe. Das ist doch egal. Okay. Das ist doch, also ich glaube, so genau nimmst du es nicht. ES und 119. Wo ist die 119? Da, X, IX, SX? Was ist SX für eine Zahl? Das weiß ich gerade auch nicht, was SX für eine Zahl sein soll. Naja, jetzt überleg doch nochmal. Euch fehlte eben ein E, ja? Bei der 3. 3. Ach so, 6. Ah, die 6. Ah, 3, 6. Ah. Ja, sehr gut, Andi. Das hast du toll gemacht, Andi. Freu dich. Ja, aber ich wollte jetzt warten, ob der Drops fällt. So, jetzt können wir hier Roboter, Kamera 1, Kamera 2. Kamera nicht verfügbar. Roboter? Ich glaube, man kann den Roboter steuern. Warte, wer hat den Roboter? Ich? Ja, legst den mal auf den Boden. Ja, da. Hä? Wo ist er? Warte, ich stimme schon. Auf den Boden gelegt. Hast du ihn gleich weggenommen? Ich hab ihn nicht. Ach, er ist unter Andi. Ich habe ihn eigentlich hier hingelegt. Ach, guck mal hier, ich kann ihn steuern. Da steht zwar Kamera nicht verfügbar. Aber ich sehe nicht, wie du ihn steuerst. Nee. Er dreht sich nur im Kreis. Richtig. Ja, irgendwie können wir ihn woanders hinlegen? Ich habe ihn ja ganz woanders hingelegt. Da? Ich habe ihn jetzt auf die immer Kamera Seite nicht verfügbar, das ist ein bisschen doof. Ach, guck mal hier, ich kann vielleicht was einschalten. Ich kann was schweißbrennen. Denk dran. Roboter auf dem Boden platzieren. Haben wir gemacht. Ah, oh, guck mal hier. Kannst du das Ding hier auflasern? Welches? Das hier, wo der Roboter gerade hinguckt, da ist ein Gitter und da kann man reinfahren. Nee, ich kann das nicht auflasern. Das habe ich schon versucht mit Raupe vorhin. Das geht nicht. Gib mal hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht aufgehen soll. Es muss doch gehen. Das also wenn, Ding. Dann stand ich vielleicht total doof. Ich weiß es nicht. Geh jetzt! Funktioniere! Wie ist denn das mit Werkzeugen? Ja, die sind irgendwo da. Aber ich hab. Hier ist nur noch eins. Ey, es ist halt ein Schweißbrenner. Er muss doch. Oh, man muss ihn anmachen. Okay. Oh, lol. Alles klar. Gut. Anmachen ist halt voll die Idee, Fabi. Ich hab nicht gesehen, dass er ihn irgendwie anmachen kann. Zack. Oh, jetzt. Go, Robo. Go, Robo. Jetzt will ich sehen. Du kannst gucken. Da ist der Token. Kann jemand von euch den Token nehmen? Nee. Echt nicht? Muss man das sehen? Doch, warte, machen? Wenn Fabis Hintern weg ist. Wow. Ich hatte Fabis Hintern im Gesicht. Und wie fühlte es sich an? Flauschig. Könnt ihr das bitte später machen? Mein Kanal ist Jugend. Aha. Du fährst im Kreis, Andi. Was Nein. tust du? Nein, ich bin jetzt hier drinnen. Guck mal, da ist übrigens noch ein Token. Könnt ihr den? Im Kreis. Nein, wir müssen bestimmt die Tür aufmachen. Mach halt die Tür auf. Ja, ich mach die Tür auf. Das ist so krass. Bei mir drehst du dich im Kreis. Nee, ich dreh mich nicht im Kreis. Macht er bei mir nicht. Seh, was er macht. Bei mir dreht sich das so im Kreis rum. Aber ja. Ich sehe hier nicht, wo ich. Oh, warte mal. Da ist eine Tür so halb offen. Kann man da gegenfahren vielleicht? Oh, ich sehe dich. Oh nein. Oh, du hast was umgehauen. Jetzt die Verbindung weg. Oh no. Oh, na toll, du hast es kaputt gemacht. Kannst du mit dem Schweißbrenner das Gitter vielleicht auch aufmachen, Raupe? Warte.
dann kann man das vielleicht nehmen von da. Ja, dachte ich gerade so. Wer da? Die Idee. Oh ja, Mann. Oh ja, voll klug. Sehr gut. Da sind nämlich so eine komischen Dinger da. Was hast du da jetzt genommen? Alles. Alles. Warte. Die hat alles. Ich stell's euch hin. Stickstoff. 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 Und Stickstoff. Boah, Stickstoff. Und Stickstoff. Boah, geil. Und weil das schon günstig genug war, gibt's jetzt noch eine Dose Stickstoff. Okay. Ich hab mal den Robo wieder rausgeholt. Irgendwer hat gesagt, hier ist noch ein Token irgendwo. Nein, ich werde nicht versuchen, ja, mich weiter anzuzünden. Links an der Wand musst du hier, warte. Ja. Links an der Wand? Ja, der ist hier so an der Ecke. Ich weiß nicht, von wo aus man den vielleicht sehen könnte. Da, ich sehe ihn. Jetzt habe ich einen Arsch im Gesicht, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Diesmal so. Ist es ja. Nicht meiner. Ja, klar. Da ist das er. War meiner, entschuldige. 5 von 8 haben wir. Okay, ich schwöre, also ich habe nicht gepupst. Hier Kühlmittel herstellen. Ist der Stickstoff? Unzureichende Menge von Helium hergestellt. Stickstoff und Natrium. Stickstoff und Natrium. Aluminat. Natrium, Aluminat habe ich eben gemacht. Das kann ich hier reinstecken. So, wo ist das Stickstoff? Da drüben. Ja, dann holen wir jetzt mal einen Stickstoff. Und den tun wir hier rein. Und dann können wir einen Kristall herstellen. Mal gucken, ob ich noch was anschweißen kann. Bitte was? Oh Gott. Hier, du musst das hier nachstellen? Ja, was ist denn das bitte für ein Rätsel? Ein doofes. Kann man das irgendwie per Drag and Drop machen? Nee, aber oder? Da ist doch Kristall und Coolant. Also Kristall oder Kühlung? Kühlding, oder? Ich vermute, müssen wir das vielleicht... Nachstellen, ja. Nachstellen, ja. Ne? Andi ist dabei. Oh, das ist aber mies. Okay, ich verstehe, was die von einem wollen. Du kannst auf jedes Feld nur eine Sache drauf tun. Yep. Und das heißt... Oh, ist das mies. Warte, das ist übrigens eine Lötlampe und kein Schweißbrenner. Oh, Entschuldigung. Ich werde mal noch ein bisschen mit der Lötlampe rumfummeln. Jetzt weiß ich. Du musst es so aneinander... Ja, legen. Ja, und die müssen aber, ich glaube... Aber ich glaube, das halt waren die einzigen Stellen, wo man rumlöten jedes, durfte. Jedes Ding nur einmal machen. Okay, warte mal. Das, das und dann, hier? Warte, dann. Warte, ich wollte eigentlich das dahin. Warte mal, aber wir brauchen... Nee, die zwei dahin, die zwei hierhin. Da, ne? Ja, habe ich auch gedacht, ja. Und tschüss, dann... Das generell noch dann brauchen wir noch so eine Leere. Eins... Die gibt's natürlich die nicht. Die gibt's natürlich nicht. Ja, toll. Ist die Hälfte der Scheibe hingeblieben? Ach, wenn du das Scheiße, hier machst, ey. Andi, die Eins hierhin, die Eins dorthin. Dahin? Ja, weil... Oh also, ja. Ja, aber dann ist das hier ja doppelt. Ich glaube, na, ist egal. Ich glaube, das ist egal. Meinst du? Na, ja, doppelt ist da bestimmt egal. Zumindest. Ja, glaube ich nicht. Aber wir haben... Ja, wir können es ja lassen. Wir haben mal das probieren. Hier nicht. Wir haben das hier nicht, aber das warte, hier, hier haben wir. Den haben wir. Nein, gerades und einen oben links bräuchtest du noch, aber das hast du gerade nicht mehr. So nein. Links und so Scheiße. Eins. Weil du müsstest hier ansonsten, also das hier ist unten, falsch. Da das unten ist müsste ja ein oben links hinkommen und das hast das du nicht. Das Schlimme ist, man kann halt nur alles wieder löschen. Oh, oh nein. Genau. Kann man die nicht einfach wegnehmen? Nee, ich glaube, du, achso, weiß ich nicht. Also wenn du eins hinlegst, das wieder zur Seite schieben oder nein, so? Nein, kannst du nicht, nein. Okay. Okay, und wenn wir also rechts oben an, anfangen einfach? Ja. Macht das Sinn? Wenn wir rechts oben anfangen, dann will ich mal den dahin machen für das rechts oben. Dann fehlt hier oben links ein. Ja, ja den haben wir halt. Es, hier gibt oben kein, haben. Es gibt keinen oben links. Das, ja, okay, den gibt's schon. Das kann schon gar nicht sein. Sondern es gibt es denn so einen unten rechts? Nee, den ihr müsst ja auch nicht. Umdenken, ne? Dass ihr, dass teilweise auch die Sachen oben sind dann. Ja, ja, genau. Ja, ja, natürlich, gerade. Genau. Da oder da sein können. Ja. Ihr seid mir nämlich ein bisschen zu schnell. Du kannst mit ja auch wegnehmen. Mit 1 und 2 das oben rechts legen. Also könntest das hier auch als Mittelteil nehmen quasi, als das da. Na, und die 1 sitzt dort dran, um das oben rechts zu machen. Ach nee, das geht ja nicht. Oh. Das und dann... Das kannst du ja nicht auf dasselbe Ding legen. Kann das man das? Doch, man kann oh, das zurücklegen. Die, siehst du das? Du klickst das dahin und du kannst es auch wieder zurücklegen.
Weißt du, was ich meine? So, und dann wieder anklicken und wieder nach links schieben, wenn es dir nicht passt. Ah, okay. Es sind übrigens, jetzt verstehe ich die Zahlen. Die Zahlen sind, wie viele man davon hat. Wie viele du davon hast, genau. Ach so, dann hat man mehr davon jetzt. Ja, du hast 3 von dem rechts oben, 2 von dem da, 1 von dem, ne? Das ist so. Wie ist das denn aber, wenn man das so macht? Und hier so eins, da haben wir rechts ums Eck, das gibt's nicht. Nee, es gibt's halt nicht, so weit war ich auch schon. Deswegen glaube ich auch, dass der Einzelne das hier ist. Der nach oben geht. Und dann gibt es unten diese Ecke hier. Das ist das? Das wäre dann die 3. Okay, jetzt haben wir rechts die... Ja, jetzt hätten wir genau, rechts so, das Ding. Das wäre nämlich das. So, und jetzt kann man dann quasi... Wo ist denn der jetzt hin? Was denn? Sind doch das und das. Mehr hatten wir noch nicht gelegt. Jetzt bräuchten wir den da vielleicht. Ach so, nee. Das ist ja dumm. Das geht ja nicht. Das geht ja eben nicht. Deswegen musst du umdenken, dass es auf der anderen Seite dann ist, weißt du? Also dann von hier so. Genau, das müsste jetzt, also da der schräg oben links, den haben wir aber nicht. Der passt nicht. Nee, das geht nicht. Aber das hab ich ja eben schon gesagt. Also ich weiß nicht, wer das gerade zurückgelegt hat, aber ich hatte das extra schon so gemacht. Nee, ja, man kann ja den dahin. So. Und jetzt fehlt hier einer nach oben. Und der nach oben ist dann nämlich der hier. So wollte ich das machen. Ja. Da fehlt aber hier einer. Ja. Und den wir nicht haben. Den haben wir auch nicht. Oh Gott. Hatten wir das, diese Situation nicht schon mal? Wie, inwiefern? Na, dass wir festgestellt haben, dass das, dass genau das eben nicht geht. Ach so. Weiß ich jetzt. Dachte ich? Okay, also dieser Hochkant hier, ne? Ja. Den gibt's nicht einzeln. Das heißt, den Hochkant, das muss also auf dieser Seite was sein, was möglichst viele andere Sachen mitmacht. Und zwar auch das Hochkant. So, der kann's nicht sein. Nein. Rechte kann Seite, keiner Hochkant, von denen sein. Keiner von denen. Das heißt, das muss eigentlich so. Ja. Aber dann fehlt uns einer, der so ist. Und den haben wir halt auch nicht. Den haben wir auch nicht. Beziehungsweise nur so, aber dann haben wir hier so ein Böppels noch da und den brauchen wir nicht. Ja, das heißt, das hier kann es eigentlich auch nicht sein. Und das heißt aber auch, eigentlich der kann es nicht sein. Lass nochmal neu anfangen. Alles weg. Ja, also hier oben die Ecke ist gar nicht so schlecht, weil das so ein Ausschlussding ist. Weil das geht ja, also der kann eigentlich nur auf der Seite sein, muss mehrere Sachen sein. Und wenn wir das hier machen und hier so ein... Haben wir davon eins? Also eins, was Zip, Zip und Zip macht? Nee. Da haben wir nur das, ne? Aber wir haben nicht... Ja, wir bräuchten eins, jetzt was. So na, warte, so. Aber da, nee, das passt leider nicht ganz. Nee. So, ja, nee, aber der unten rechts ist falsch, Entschuldigung. Und das da rein tun. So, das ist ja egal, ob es doppelt gemoppelt ist. Das stimmt, das ist egal. Das können wir ja mal machen. So. Wir wissen noch nicht, ob das nicht doppelt gemoppelt ist. Nein, aber, wir probieren es einfach mal aus. Und der hat unten 2. Pass auf, der kommt dahin. Ja. Brauchen wir den hier. Mhm. So. Und jetzt brauchen wir hier noch so ein... Ja, das sind 2 Seiten. So. Und den geraden in die Mitte. Ja. So. Das ist doch jetzt perfekt. Ja, würde ich auch sagen. Nee, ich sag ja, doppelt geht nicht. Warum nicht? Weil das nicht geht. Das aber warum denn nicht? Was stimmt denn mit denen nicht? Aber jetzt nicht alles zurücksetzen. Nein, aber... aber weil ich glaube, also links die Seite ist schon voll gut jetzt. Wir müssen nur rechts an der Seite und arbeiten. Das, wenn wir aber das ist simpel, hier, der muss dahin. Ja! So, und jetzt haben wir hier einen Kristall und der kommt, glaube ich, hier in die Mitte der Maschine. Ja, wir brauchen noch ein Kühlmittel. Wir müssen das gleich jetzt nochmal fürs Kühlmittel machen. Mit dem Kühlmittel machen. Oh no. Ja, Mann, Kühlmittel. Okay. Was? Ach, unzureichende Mengen von Helium. Oh Gott. Hey, Helium. Das ist, habt ihr Helium? Hey, Terry, das wünsche ich ebenso. Haben wir irgendwo Helium oder nicht? Guck mal, hier ist Helium. Geil. Ah. So, löschen. Nein, so, wieso? Na, wir müssen jetzt neu anfangen müssen. Ach so, ich dachte, der hat 2 getrennte für Kristalle. Fang mal ganz billig an, so.
Jetzt das. Ja. Und nochmal das. Gesagt, und nochmal das. Genau. Und jetzt eins. Haben wir so eins? Nee. Aber die andersrum sind schwierig. Was? Und das in die Mitte? So? Und das jetzt. Aber oben ist das. Ach nee, guck hier. Ah, 1, 2, 3. Genau. Ist ja voll einfach. Zack, 3. Babylein. Da die 1 so. Hin irgendwo. Da. Ja, bin ich. Der war einfach. Mann, okay. Einfach. Na dann, rein damit. Easy, hau das, das Kühlmittel rein. Da unten? Du bist auch da oben dran. Nee, unten. Da? Achso. Oh, mein Spiel ruckelt. Ein so. Geil. Oh. Tür benutzen. Oh. Eieieiei. Aber ich glaube echt, wir haben viel zu kompliziert gedacht teilweise. Ja, weiß das war ich halt, nicht. Das nee, also das, also was mich aufregt, ist das Molekülrätsel. Das finde ja, ich scheiße. Ja, das war wirklich, das war schlecht formuliert. Da kannst du dir für jede Lösung kannst du dir überlegen, warum das stimmen könnte. Das naja, war okay, aber der Rest war ganz cool. Tokens. Mit dem Roboter in den Nachbarraum fahren, mochte ich. Guck mal, das ja. war wie der Escape Room, den wir ja. der Treehack damals gemacht hat. Erinnerst du dich? Da haben wir auch einen Roboter. Ja. Mit einer Kamera im Klo fernsteuern müssen. Rest oh, mein Spiel ruckelt unheimlich doll. Echt? Ja, why? Ich weiß nicht. Komm, ich mache einfach mal nächste Episode genau. und gucken, ob es dann besser ist. Der Platz im Inventar ist begrenzt. Nee, unbegrenzt stand da gerade. Unbegrenzt. Beste. Dekompressionskammer. Gute Nacht, Togudera. Ebenso guten Rutsch. Ja, jetzt sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, jetzt ruckelt sehr schön. Oh, guck mal hier, voll der Anzug. Ja, voll schick, habe ich auch für sich und andere in der Depressionskammer verantwortlich. Ich glaube, da fehlt was beim Raumanzug. Wir sind in der Depressionskammer. Ich habe einfach beschlossen, mir selbst eine Erinnerung zu senden. Erstens, die erste Ziffer von worauf ich schwebe. Worauf schwebt der denn? Nee, worauf ich schwebe, steht in Anführungsstricheln. Stricheln. Also hier steht Stargazer 28. Also so heißt scheinbar das Raumschiff. Aber worauf wir schweben? Die erste Ziffer. Und wir können ja mal die 2. Standard Betriebstemperatur. Letzte Dezimalstelle. 2. Ich gebe mal die 2 ein. So. Ja. 2 haben wir. Standard Betriebstemperatur, letzte Dezimalstelle. Temperatursensor nicht erreichbar. Wir brauchen die Standard. Standard. Das ist nicht richtig. War dann noch hier. Folgen Sie dem Sicherheitsprotokoll. Andi hat schon wieder Sachen eingepackt. Ich sehe das schon. Ich habe eine Sicherung. Raupe, ja. Erst hat Andi mich angeschnauzt. Seitdem halte ich mich hier voll zurück. Und jetzt hat Andi alles eingepackt. Ich habe es genau gesehen. Ich habe nur gerade Sachen aus dem Kleiderschrank geholt. Steht hier was zur Standardbetriebstemperatur? Nein. Ich habe es wieder vergessen. Es gibt hier zu viele Passwörter, die man sich merken muss. Und wir dürfen Space Pass nicht benutzen. Könnt ihr mir helfen? Ich muss in den Locker kommen. Keine Passwörter per Nachricht schicken? Das ist unverständlich. Der Kapitän hat gesagt, dass wir keine Passwörter per Nachrichten schicken dürfen. Das ist unverschlüsselt. Versuchen wir es also so. Du musst sicher bleiben. Du musst sicher bleiben. Um das zu tun, solltest du wahrscheinlich Folgendes nicht tun. Marshmallows grillen, einen Löffel benutzen, um Schrauben zu lösen, die Tür öffnen, um den Raum zu lüften. Keine Marshmallows. Aber ich mag Marshmallows. Ja, ich habe eine Sicherungsleine. Marshmallows. Ich habe eine Leine. Ich habe übrigens Sicherung gefunden, ne? Die muss dann bestimmt da an den Raumanzug ran, Fabi. Guck mal da. An seinem Gürtel. Ah, ja. Tatsache. TR steht da übrigens drauf. Ich weiß nicht, ob das irgendwie warte mal, ich habe Helm. Die zweite Ziffer, von worauf ich schwebe. Ach so, das geht noch nicht auf. Okay. Standardbetriebstemperatur, erste Dezimalstelle. Wir müssen halt irgendwie diese Standardbetriebstemperatur. Dafür müssen wir vermutlich den Sensor erreichen können, weil der ist aktuell NA. Anzug ausgerüstet, Luke. Das ist die Luke. Sicherung. Was hat denn das mit der Sicherung da auf sich? Ich muss die Sicherung vielleicht woanders hin? Wirken Sie dem Sicherheitsprotokoll. Ja, das steht hier auf, hier drauf, Sicherheitsvorschrift. Oh, guck mal, hier ist ein Wartungspanel.
Temperatursensor. Ach, guck mal hier, hier fehlen Sicherungen. Soll ich mal einlegen? Ja, ich habe ja, hab auch ganz Sicherung rein. Los. Müssen das bestimmt sein? Ballert da mal Sicherung rein. Ich habe 15er und ich habe eine 30er. Ballert einfach, nein. Wir werden schon sehen, was es gerade sagt. Okay. Hab 2,15. 19,54 sagt die Temperatur. War das jetzt warum? Richtig, ja? Aber ja, weiß ich nicht. Nimm den noch mal so rot aus, bitte. Nur mal testweise. Ich leg mal den 20er ein. Ja. Nichts passiert. Temperatur nicht okay. Richtig. Okay. Wofür der andere ist, wissen wir nicht. So. Naja, guck mal, hier oben ist auch eine Sicherung drin, Andi. Da ist eine 25er drin. Flensi, bis wir hier durch sind, denke ich. Hast du mal versucht zu brüllen? Ach, nee, darf man noch nicht, ne? Nee, wir müssen erst den Anzug aus... Aber ich habe tatsächlich schon mal... Aber wieso sind das hier bei dem Anzug eigentlich 4, wenn hier daneben nur 3 Zahlen reinkommen, Fabi? Da sind 4 Zahlen. Ich habe die 2 schon eingefügt. 1, 2, 3, 4. Ach so, ja, Entschuldigung. So, warte, dann letzte Dezimalstelle ist ja 4. Versuch mal die 4. 4, okay, habe ich. Dann die zweite Ziffer, also die 8. Okay. Und dann die erste Dezimalstelle, also die 5. 5. Ja. Jetzt kannst du ihm das Sicherheitsding geben. Ja. Kann ich den Helm aufsetzen? Ja. Wir haben noch 2 andere Sachen. Genau. Er braucht noch 2 Dinge. Und einmal ist hier das mit dem Sicherheitsprotokoll, ne? Folgen Sie dem Sicherheitsprotokoll. Oh, guck mal hier, die Tasche. Hast du die auch schon? Oh, cool. Dem Sicherheitsprotokoll. Ich weiß nicht, was auf die Brust kommt. Warte, das Sicherheitsprotokoll? Ach ja, ist ja das hier an der Wand, ne? Sicherheitsvorschriften. Brauchen wir irgendwo einen Schraubenzieher? Ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Da fehlt die 6. Da oben vielleicht? Nee, warte mal, die 5, 6, da oben 8 und 9. 5, 6, 8, 9. Anzug? Entschuldigung, Raupe. Ja. Nein. Fehlt die Sicherung. Ich habe nämlich nur eine. Eine 30er. Aber und eine ist ziemlich durch. Oh, die ja. 45er ist ziemlich durch. Ich habe eine 30er. Zack. Aber da fehlt die 5, aber die 6. Fehlt dann noch eine 15. Achso, die 8 ist ja nicht ganz weg. Und warte mal, 45 muss ersetzt 5, 6, werden. 5, 6, 9. Muss jetzt 45 ersetzt werden oder noch mehr? 9. Randy! Was denn? Oh, guck mal hier, Verzeichnis der Wartungs. Hier ist der Sicherungswert. Ich sehe die. Da fliegt eine Gasflasche! Hui! Das war jetzt keine Absicht. Okay? Was kann passieren? Ja. Ich will das auch machen. Ich habe eine Tabelle mit den Sicherungswerten. Sauerstoffsensor 15, Licht 25, Raumanzug ES02 90. Das heißt, ich denke mal, die Summe muss auf 90. Wir haben jetzt 30, 60, wir haben 80. Warte mal, was ist denn da? Ist denn da noch eine... Total. Ich kann noch eine 15er gegen eine 20er austauschen. Was steht denn bei diesem, bei dieser Luke? Muss da die 25er sein? Bei der Luke? Ja, bei der Luke. Muss da eine 25er Sicherung drin sein? Ausstiegsluke ist 25. Aber vielleicht können wir die zeitweise mal rausnehmen. Ich probiere. Und die mal kurz hier gegen eine 20er austauschen. Ja, mach mal. Achso, ich dachte, du nimmst einen weg. Kann ich machen. Zack. Aber wir müssten, ja, wir brauchen die aber eigentlich bei der Luke. Ja. Die lassen sich, ja, okay. Dann müssen wir aber anders auf, warte mal, was ist denn hier? Hier ist noch eine 15er. Und wenn wir wirklich mit dem Sicherheitsprotokoll erst folgen, gucken, ob da noch eine Sicherung drin ist. Warte mal, was für eine hast du jetzt gerade? Ich hab gar... Ach, warte doch. Ich hab eine 45er, aber die ist ganz abgeschrubbelt. Ach so. Ich glaube, wir müssen wirklich das Sicherheitsprotokoll irgendwie... Ja, ich glaube auch. Und dann ist vielleicht da noch eins drin. Also wir haben das Verzeichnungs... Ach so, warte. Dieses E-Mail-Tablett, ne? Was du mir eben am Anfang gegeben hast. Das muss ja, das passt ja hier, glaube ich, zu diesem. Warte, Marshmallows grillen. Ich glaube halt. Das ist die 3. Die 3 ist Marshmallows grillen. Sag mal das zweite. Einen Löffel benutzen, um Schrauben zu lösen. Das ist das falsche Werkzeug. Das ist die 8. 3, 8, ja. Eine Tür öffnen, um den Raum zu lüften. Lukentür ist die 4. Yes. Mm.
Laxos, okay. Vielen lieben Dank für den Resub. Okay, ebenso guten Rutsch. Verschiedene Werkzeuge. Ein Display war auch mit drin. Und ich kann hier irgendwas. Ah, warte mal. Das kommt vielleicht hier rein, oder? Nee, nicht. Ein Display? Wofür ist denn dieses Werkzeug? Ah, hier. Display kommt an ihn dran, genau. Ja, ja. Oh, der ist fertig. Jetzt fehlt nur noch. Hier, Andi, hier. Handbetätigung notwendig am Druckpanel. Da. Ah. Huh? Was war das denn? Oh, ich hab einen Helm auf! Wir haben den Helm. Oh, hier ist ein Token. Ja, brauchen wir ja. Wenn wir jetzt hier aufmachen, dann. So, hier ist Druckpanel. Ja, wir können noch nicht aufmachen, weil wir die 25er brauchen hierfür. Oh, wir können sie einfach rausnehmen. Oh Gott, was ist denn das? Start. Oh Gott, Druck fehlt noch. Ah, okay, man kann hier Dinge einstellen. Oh, X ist A, ist minus 1 und B ist minus 1. Was machst du da jetzt? Ich drücke immer mal auf Start und guck, was passiert. So, das war falsch. Merkst du? Ich glaube, der Druck muss ausgeglichen werden. Ja. Also ne, wenn du da Start drückst, dann läuft der die Dinger los und ja, dann... Muss es hier bleiben. Genau, es muss da stehen bleiben. Warte mal, X ist A minus A. Ach so, das sind die... Das Doppelsymbol ist... Okay, das heißt, wenn man jetzt das Doppelsymbol macht, dann macht man auf der einen Seite plus 1 und auf der anderen plus 2, oder? Genau, ganz genau. Also es ist jetzt... Beimal also, auf wenn Seite? Ich jetzt hier alleine wäre, ja, würde ich jetzt einfach rumprobieren und immer wieder Start drücken. Aber ihr könnt natürlich auch rechnen. Nee, ist bei mir aber auch. Was macht ihr denn? Was macht denn das Start? Ich verstehe nicht genau. Na, das geht das durch. Es geht das doch von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt durch und zeigt dir, was das rechts auf der Seite bewirkt. Ach also so, wenn du hier dieses Symbol anmachst, kommt das. Weißt du, das heißt immer, wenn wir da vorne was ändern, einfach mal Start drücken, gucken, was passiert und gucken, wo so man macht vielleicht... Das nicht. Ja, dann bin ich raus. Okay. Dann mach du das, Rechner an die. Mach, du machst das schon. Vertraue auf deine Fähigkeiten. Wenn dagegen überall minus 1 hinzumachen, ach so, dann wird es zu wenig. Ach so, man muss nach oben kommen. Ich suche Token. Was denn? Ja, wieso? Wieso genau wollt ihr das mache ich machen? Auch. Warum wollt ihr nicht nachdenken? Guck mal, zum Beispiel. Wieso soll ich denn da kompliziert jetzt rumrechnen, statt da immer mal einfach eins zu verändern und auf Start zu drücken? Weil das dann ewig dauert. Macht's gar nicht, du brauchst ewig. Nein, plus 3 plus 1. Wir werden vermutlich schon fertig. 1, 2, 3 plus 1. Nein, werdet ihr nicht. Doch, klar. Dann das plus 2. Denkst, und vor allem, null. Je länger ich mit dir rede, desto schwieriger wird das für dich. Hier erstmal richtig Gas geben. Das heißt eigentlich so. Kennt ihr das, wenn Mutti und Fatti sich irgendwie streiten und man. Oh, Mutti und Fatti. Daneben steht? Such Tokens, Kind! Ich ja, was konnte halt ich denn jetzt hier? Mehr, ach, da war durch einer. Den Helm habe ich das Gefühl, dass ich weniger sehe, ne? Ja, definitiv. Es ist auch, halt auch so, man sieht also, ja weniger. Also ja, ist logisch, aber das ist halt noch unaufmerksamer. Ja, irgendwo noch. Also es darf auch nicht zu viel werden. Ja, es muss ja ausgeglichen sein. Du machst das schon, Andi. Vertrauen auf dich. An den Schubladen ist da irgendwas anderes. Andi, kein Stress. Wir haben noch 2 Minuten 30 Sekunden, Andi. Bloß kein Druck. Ja, ja, wenn Druck, dann bitte ausgeglichen. Ja. Hier irgendwas an den Seiten. Oh, hier ist noch einer. Ha! Yeah! Hab einen. Sehr gut. Wie viel brauchen wir noch? Ich glaube 3. Da einer dran? Nee. Da einer dran? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Summe muss jeweils 5 ergeben.
den? Sehr gut! Oh, und Pull! Top, Andi. Yay! Klatschen! Super, Andi! Ihr macht so, Spiel macht so und fertig, ja? Ja, aber man muss halt... Ich hasse das. Ich sehe schon ziemlich cool aus. Die Leute Try and Error machen, das triggert mich. Auch in den, deswegen kann ich auch manche Streamer nicht gucken, wenn die dann irgendwie ein Rätselspiel spielen und dann drücken die einfach nur wild auf alles rum und dann klappt das und dann ist vorbei. Und du denkst dir so, oh. Deponia. Das habe ich in Deponia ganz oft gemacht. Irgendwie wild auf Dinge klicken. Naja, ich hätte ja jetzt dort nicht wild gedrückt. Ich hätte aber einfach nicht versucht, dort jedes einzelne Ding ohne einmal auf Start zu drücken zu machen. Weißt du? Das ist halt das. Das ist der Unterschied. Gemacht. Naja, aber es sah so aus. Deswegen dachte ich mir, ich halte mich hier mal lieber raus. Oh, ob Andi mal Lust auf Wimmelbildspiele hat? Andi, hast du Lust auf Wimmelbildspiele? Boah, ey, hör bloß auf, ich bin ja einmal vom Chat genötigt worden und habe dieses... Ulitsch, danke fürs Zwangsverflauschen. Ja. Vielen lieben Dank für den Support. Danke. Aussparung. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Dass ich die Aussparungen? Bei Spielen richtig Spaß hatte. Ach. Es war furchtbar. Häserfusen. Wenn Wimmelbildspieler gut gemacht sind, sind die geil. Aber Grim Tales ist zum Teil echter Schrott. Ja. Es gibt halt auch echt gute. Also muss man halt sagen. Ja, ja, klar. Ich glaube, ich habe noch einen Token gefunden. Ja. Das heißt, wir sind noch gar nicht durch. Noch eine. Wir brauchen noch einen Token. Ist Spieleprogrammieren nicht auch Trial and Error? Huch. Ich habe nichts gedrückt. Wow, Andi. Wow. Aber es fehlt nur noch ein Token, Andi. Ja. Oh Mann. Kransteuerungseinheit. Wir sind draußen. Deck 2, Kran, Kamera 3. Oh, ich habe irgendwas gedrückt. Luke, Betriebsbereit, Motorleistung, Kraftstoff, Batterien. Hinweis für den Kapitän. Wir hatten kein Glück mit dem Ersetzen dieser gebrauchten Tastatur. Wir werden sie durch eine neue ersetzen, wenn wir in der Basis sind. Nur zur Erinnerung, die Tastatur akzeptiert immer noch ausschließlich Passwörter in aufsteigender Reihenfolge. Will, Chefingenieur. Okay. Also hier sind Kraftstofftanken. Ich habe hier eine Batterie, die geladen werden muss, habe ich das Gefühl. Ich schmeiß sie mal auf den Boden. Da. Andi, lad die mal. Die ist aber groß. Ja. That's what she said. Was? Ich glaube, wir müssen die irgendwie laden. Oh, guck mal, man kann da was rausnehmen. Okay, PS Wire Connector habe ich connected. Es ist alles okay, Chat. Achso, die anderen sind Status grün. Okay, und du hast jetzt das mit dem roten Status sozusagen? Ja, guck mal, hier auf dem Boden übrigens gibt es A, B, C, D und so. Anzeige. A, B, C, D, E, F, G. Muss das genau das gleiche sein? Oh nein, hier sind so Wires. Ja, ich habe, die eine Seite ist richtig, aber auf der anderen Seite ist... Hier ist ein Tablet mit A, B, C, D und so Rohrleitungskanal und Luca 1 Verriegelungssystem. Ich glaube, das hilft euch. Ich verstehe gerade nichts. Soll ich dir die Farben anzeigen? Verwenden Sie das für das zweite Exemplar, Will. Andi? Ja. Hast du erste auch blau. Sind denn die Reihenfolge selber? Grün, gelb, rot, blau von oben? Ja, ja, aber du musst die unten reinstöpseln. Ja, ist mir schon klar, aber ich wollte erstmal sicher gehen, dass wir wirklich auch dasselbe sehen, nicht, dass das eine andere Grün, gelb, rot, blau, ja. Okay, wo kommt der blaue hin? Also, wenn es das gleiche werden soll, soll der blaue der erste sein. 1, 2, 3, 1. Rot danach. 3, 1. Ja. Moment. Dann gelb. Das ist nicht richtig. Hier vielleicht? Ja, alles gut. Die sind etwas widerspenstig, die Dinger. 6, 3, 1. Nee, hier sind andere. Die dann einspringen. Aber das sieht gut aus. Ja, perfekt. Das ist nicht richtig. Hoch. Warte. Das war E2, aber da steht jetzt immer noch Anzeigefehler. Hinweis für den Captain. Kann man da nicht näher ran? Das ist doch scheiße. Aber es gab ja dieses Geräusch, dieses... Wir hatten kein Glück mit dem Ersetzen, die wir gebraucht haben. Weil hier steht, Kran betriebsbereit, Motorenleistung E1 und E2 korrekt. Aufsteigende Reihenfolge. Achso, okay, aber das finde ich trotzdem interessant, dass das jetzt Anzeigefehler immer noch sagt. Naja, weil die Anzeige fehlerhaft ist. Okay, cool. Ich habe eine Laserquelle gefunden. Oh, wo denn? Hier in meiner Hand. Also hier in diesem Schrank. Und hier ist ein Tablet drin. Das hatte ich euch, ja, da wart ihr beschäftigt.
als ich euch das erzählen wollte. Guck mal, hier unten ist A, B, C, D. Ja, genau. Habt ihr das schon gesehen, aber hier ist auch A, B, C, D. Ja, richtig. Wo muss ich denn jetzt mit der Laserquelle hin, weil ihr so reagiert habt, als wüsstet ihr, wo das hin soll? Ihr vielleicht in diese Batterieding oder hier das Batterieding, das andere Batterieding hier auf dem Boden, das da? Kannst du die irgendwie kombinieren vielleicht? Mich triggert dieser Helm, ich sag's euch, wie es ist. Oh, ja, oh ja, man kann das aufmachen. Und da geht das rein. Und dann geht's zu und dann ist es grün und dann kann man es da reinstecken und dann mit dem Kran wieder nach oben. Yay. Nee, danke. Und jetzt muss ich den Kran, wo ist denn die Batterie da? Also Fabi, du hattest doch eben so eine Anzeige, ne? Sagtest du so, ja. Kannst du dir die mal zeigen? Ja. Da sind die Luken gekriegt. Da Luca 1, 3, A, B, C, D. Und dann gibt es da so Ausgänge. Heißt mein Patrick, das heißt, vielen lieben Dank fürs 20.000. Danke. A gehört danke. Zu... Danke. Rohrleitung und 3. Ja, und aber Luke und C. Ebenso Luke zu sehen. Ja. C auch. C okay, die Batterien sind jetzt also geregelt. Oder wie? Oder was? Achso, guck mal, aber die Luken... Ja, die haben wir schon geregelt. Das heißt, A steuert Luke 4 und hat eine 10. Okay, warte mal. Kann man das irgendwo denn... Was machen wir denn jetzt? Kann man das hier irgendwie aufmachen? Das hier unten sieht halt noch... Oh, warte mal, auf der anderen Seite... Nö. Warte mal, auf der anderen Seite ist hier... Verwenden Sie das für das zweite Exemplar, Will. Ja, ich weiß nicht, was das zweite Exemplar ist. Achso, schon. Das ist doch 1... Achso, ja, stimmt. 1531. Wieso habe ich 6 gemacht? 1531. Ja, danke. Hilfreich. Oh, guck mal hier. Sag mal, hast du die Batterie irgendwo reingetan, dass das aktiv ist oder so? Fehlen unten irgendwelche Rohrteile? Höchstwahrscheinlich. Wir können ja die Bodenplatten hier, rausnehmen. Guck mal hier rauf. Ne? Hier fehlen man kann ja die Bodenplatten wieder rausnehmen. Ja, aber wir müssen die Bodenplatten erst rausnehmen und die haben so ein Schlosssymbol. Das heißt, irgendwas fehlt da noch. Deswegen frage ich mich, ob die Batterie irgendwo rein muss, damit es Strom bekommt. Nein, die Batterie ist schon. Die habe ich da oben reingesetzt. Mit dem Kran. Die ist erledigt. Die Batterie ist in Ordnung. Das habe ich gemacht. Die sind beide grün. Alles gut. Ja, es fehlt nur noch der Kraftstoff. Sehe ich. Ja, aber für den Kraftstoff müssen wir... Aber wir müssen das hier vorne einfach hier vorne, Andi. Wenn wir das hier richtig machen, mit diesen Rohrstücken, dann läuft das durch. Deswegen kommen wir an die anderen Bodenplatten vielleicht nicht ran. Oder das geht so nacheinander oder so. Tablet, was ich habe. Die hier geht ja auch auf. Oh, wieso gehen die jetzt alle auf? Ja, das weiß ich. Nein, nicht alle. Also 2 gingen auf, aber die anderen 2 sind bei mir auch rot. Oh, guck mal, hier ist eins schon kaputt. Hier fehlt eins. Wie hast du die denn aufgemacht? Ich habe die einfach weggenommen. Raupe? Was denn? Hier fehlt. Also hier ist auf jeden Fall ein Rohr kaputt. Ja, dann setz doch mal eins ein. Achso, nee, das geht nicht. Ach, das da kann man keins einsetzen. Schade. Ich habe die ja nicht weggenommen. Ich habe die ja hier vorne liegen lassen extra. So zur allgemeinen Verfügung. Ah, okay. Entschuldigung. Ich bin, weißt du, ich bin so, ich sammle nichts mehr ein. Ich krieg sonst Ärger. Oh. Ja, aber ebenso, wir müssen noch diese Dinge hier aufmachen, glaube ich. Dankeschön. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Tablet, was ich hier habe, irgendwie zusammenhängt. Ja, weißt das du? Hängt damit definitiv zusammen. Aber na ich klar. Ich verstehe nicht, wie... 1, 2, 3, 4. Also die 1, die Luke 1, hängt mit der Zahl 4 und dem Buchstaben B zusammen. Aber wo? Warte. Das verstehe ich noch nicht. 4 und Buchstabe B. Das ist der Grund, warum ich das mag, wenn man das hinlegt, weil angucken geht ja immer. So für alle, wenn es nicht in der Tasche von jemandem ist. Warte, ich kann es auch warte gerne. Warte mal, wir wollen Luke 1 aufmachen. Der fliegt durchs Weltall, das ist ja mies. Aufmachen. Luke 1 ist auf 4 gemappt. B4. Genau, B4. So. Ich versuche es mal hier in die Mitte zu legen, damit es alle angucken können. Aber wo ist denn... Ja, die Frage ich weiß halt ist, nicht, wo man das eintippen kann. Das verstehe ich noch nicht so ganz, weißt du? Also... B4. Im naja, Chat steht, wir denken wieder zu kompliziert. Ich glaube auch. Naja, die Luke hier ist B. Müssen wir vielleicht einfach gucken, wo die Rohre ganz sind und da die Teile einstöpseln? Und die mit dem Schlüsselloch mit dem Schloss sind, die können wir halt einfach nicht nutzen. Aber hier zum Beispiel, da führt ja das Rohr
quasi ja, so. Ja, und ja, hier ja, fehlt ja, eine Verbindung. Ja, ja, also das ja, vielleicht ja. austauschen mit dem hier. Warte mal, Andi. Wobei wir hier genau oben ja nicht langkommen, aber nee, vielleicht, wenn ja. das angeschlossen ist. Aber das kann man nicht drehen, das ist ja kack. Doch, du kannst sie drehen. Wie? Du legst sie rein, so hier, und dann, wenn du drüber hoverst, kannst du mit Space, kannst du sie drehen. Jetzt fehlt da noch so eine Ecke. So, warte, ich lege sie rein. Entschuldigung. Jetzt habe ich aber nicht die Ecke, ich habe was anderes. Da oben in der 8 von 28. Oh. Ja, aber guck mal, das kommt, ja. das ist eh falsch hier, das muss einen weiter. Ja gut. Weil da drüben ist das andere Rohr. So. Nee. Muss einen weiter. Genau. Und dann fehlt uns noch ein Grades. Haben wir noch ein Grades? Ja, ja, warte. Ich komme nur noch nicht mit der Steuerung klar hier. Ja, das ist ein bisschen ätzend. So. So. Und? So. Ja, ja so. Jetzt kommen aber wir aber hier hinten halt immer noch nicht hin. Ja, deswegen glaube ich halt auch nicht, dass das... Also man muss schon noch irgendwie die Luken hier aufmachen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich verstehe das von der Zeichnung her nicht. C, Luke 2. Ach so, warte mal. Nee. Hier kann man nichts machen, ne? Nee. Wo ist denn das Tablett jetzt hin? Oh, Entschuldigung, ich hab's nur angespaced. Was ist das hier? Inkorrekt. Primärtanksensor ist ausgefallen. Gib den Tankstatus manuell ein. Die Messwerte des Sekundärsensors sind auf dem Lukensteuergerät verfügbar. Was? Gesundheit. Guten Abend, Spielgucker und Kobitsch, aber guck mal, danke. Es kann allein deswegen nicht gehen, weil ich glaube halt, wir müssen zu diesem Terminal, wo ihr vorsteht. Und wenn ich die Rohre hier zurückverfolge, danke fürs dann müssen wir hier diese Luke aufmachen. Dankeschön. Und ihr habt nichts, womit man Luken aufmachen kann. Nein, ich habe nichts im Inventar. Me neither. Ich habe auch nichts. Gar nichts. Wie sind denn die anderen? Die konnte man einfach aufmachen, oder was? Weiß ich nicht. Ich konnte die einfach. Ich habe da jetzt nicht. Vielleicht können wir hier mit was machen? Mit dem Kran? Nö, der Kran macht gar nichts. Hier. Ich hab's. Guckt mal auf dem Tablet hier. Kann Luke. Man A, B, C, D und oh, wow. Warte, man musste hier hingehen. Raster. Ja. Oh, wow. Ja, okay, warte. Dann mach mal Folgendes. Dann mach mal B4. B04, ne? Ja, guck jetzt sie auf. Kannst jetzt du weg tun. Auf. So, und dann machst du noch, warte mal, für Luke 3 machst du C6. C06. Jawohl, so, okay. So, und jetzt können wir die auch so umleiten. Jetzt sind wir nämlich schon hier oben damit. Okay. Und jetzt können wir quasi... Haben wir noch zwei Umlenker? Nee. Ja doch, da unten ist noch einer in der Ecke, der ist unnütz. Da. Rotieren. Barbie Klug und hier nicht. Sind auch viel zu viele. Guck mal, können wir hier nicht gerade reinpacken? Das hat nichts mit Klugheit zu tun. 2 Grad, wie 4 Grad? Wir haben hier noch ein T-Stück. Willst du einen Tee vorm? Hier liegt noch ein T-Stück. Wir brauchen, nee, ein Tee ist doof, aber wir brauchen noch so ein. Yippie! Habt ihr da ein T-Stück noch kürzen, hingelegt? Andi, guck mal, hier kann man doch kürzen, oder? Ich weiß auch gar nicht, von wo kommt das denn guck jetzt? Mal. Andi? Ja. Hier zum Beispiel kann man auch eins wegkürzen. So. Das ist gut, eine gute Frage, weil der eine ist ja eh kaputt. Ja. Und wo kommt denn der Mist eigentlich? Ich glaube, das kommt von hier rechts. Kann es sein, dass das von hier kommt, hier, wo ich stehe? Ja, dass das hier losgeht? Stimmt, kann sein. An dem Ding eigentlich? Und dass das, also das hier, diese Rohre hier drüben, diese 5 Milliarden Rohre, die hier liegen, total nutzlos sind, weil da ist ja eh kaputt. Ja. Und das könnten wir ja nicht reparieren. Das hast du ja schon versucht. Ja. Ich würde nämlich dann diese ganzen Rohre hier einfach mal umlegen. So. So, und dann drehen wir wieso, das hier um. So. Und das muss nach da. Genau. Zack. Und das so. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, weil es passiert. So. Oh, warte, Hebel drücken. Was macht ihr denn da jetzt gerade? Nee, die Hebel müssen wir. Von wo kommt denn das jetzt? Wieso drehen wir denn jetzt alle um? Hier ist ein Anzeigefehler. Warum ist da ein Anzeigefehler? Das haben wir schon längst gelöst, Raupe. Ach so. Oh, muss hier vielleicht einfach ein T-Stück hin, weil dann beide, weil das von hier kommt und von dem hier. Ja. Und dann nach da gerade durchgeht. Und hier muss das, genau an die Stelle, muss das T-Stück.
was da ich jetzt irgendwo hingeballert habe. Da. Genau. Warte. Mach das mal dahin. So, und drehen. Zack, zack. Und dann fehlt das, muss hier weg. Nee, hör doch mal auf, irgendwas zu drehen. Wieso drehst du das gerade jetzt wieder quer? Ich hab nichts gedreht. Ich hab nichts gedreht. Ich hab nur eins weggenommen, weil das... Und das jetzt so rum. Auch so, nicht so richtig? Rum. Warum denn so rum? Wieso ist denn jetzt gesagt, das die müssen quer gedreht? Sind die Eingänge. Wieso denn jetzt so rum? Gerade, nach da. Bei mir sind die richtig rum. Hä? Du drehst... Hör mal. Also, warte mal. Ich glaub, die sind, kann das sein, dass wir die gerade alle andersrum sehen? Ja, das wäre mega dumm, wenn das so wäre. Also, weil jetzt bei mir sieht es definitiv jetzt falsch aus. Also, jetzt sieht es bei mir... Warte, darf ich mal ganz kurz sagen, dass es jetzt bei mir, wenn ich davon ausgehe, dass das hier anfängt, hier mit reinfließen soll und nach da gehen soll, sieht es jetzt bei mir vollkommen richtig aus. Ne, bei mir nicht. Bei mir sind die alle falsch. Das ist ja mal mega kacke. Ich kann aber auch nichts mehr anklicken. Interessanterweise ist jetzt fix. Sind die jetzt fix? Ja, stimmt, kann ich auch nicht mehr. Ich kann die nicht mehr benutzen. So, okay, primär... Was ja aber dann heißt, es wäre richtig. Manuell, die Messwerte der Sekundärsensoren sind auf dem Lukensteuergerät verfügbar. Das ist ja total komisch. Ich glaube, deins stimmt. Ich glaube einfach, dass aus irgendeinem Grund das andere... Keine Ahnung, heißt mein Patrick erneut. Seht ihr falls ich noch nicht... Ich glaube, ich habe noch nicht... Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Auf dem Lukensteuergerät ist das ist doch das Ding da. Hier gibt's noch Kraftstoffgewicht Sensoren. 12 Tonnen. Messwert des Sekundärtanksektors. Ah ja, sehr gut. Also 12 Tonnen, sagst du? Kraftstoffgesamtgewicht sind 12 Tonnen. Okay, also ich habe hier drei Anzeigen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tonnen. Die Hälfte davon ist IX. Also 6 Tonnen ist IX. Was? 6 Tonnen ist IX. Okay, und 0? Das sind 3. Also das sind dann von der verbliebenen Hälfte 2 Drittel. What? 2 Drittel von 6 sind 4. 4. Wo hast du das? Da, guck doch mal, da, guck die Anzeige an. Der Kreis. 4 und 2. N2, O4. Ja, ganz einfach. Nicht gut? Hä? Wo gehst denn du jetzt hin? O4, N ist 2, IX ist 6. Jawohl. Nö? Das war's, oder? Weiß ich nicht. Doch, ich glaube, wir können bei jetzt... Bei Bewegung jetzt Abstand halten. Achso, ja. Ich habe einfach Tokens gesucht. Aber ich konnte einen Token nicht nehmen. Ich auch nicht. Ja, der auf dem Boden da? Genau. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob Raupe den vielleicht nehmen kann. Vielleicht kann es wieder nur hier. Welchen? Ja. Raupe, guck mal hier. Hier unten da. In Luke. Nee, den kann ich auch nicht nehmen. Ich sehe den. Aber wir können den alle nicht anwählen. Ne? Ich kann den nicht nehmen. Das ist mies. Weil ich habe noch 2 Tokens gefunden und den. Aber wenn der kaputt ist, dann ja, können wir also den ist das eh ein Buggy, das mit, ja, mit den Dingern hier. Also wenn das du bei war mir halt definitiv Buggy falsch jetzt gedreht, ja. Deswegen haben wir uns die auch dauernd umgedreht wieder. Ja. Richtig. Ich war total verwirrt, warum ständig wieder alles falsch ist. Nicht angebrüllt. Darf nicht ausreden. Ja. So. Das war's. Wir haben das Spiel durchgespielt. Oh. Was? Das war jetzt zu Ende? Jetzt ja. Oh. Also wir haben jetzt alle offiziellen Karten gespielt. Oh. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nee, wir müssen ab jetzt müssen wir auf die Community zurückgreifen. Den das heißt, Token habe ich dorthin geklebt. Ja, das war mir klar, Zelus. Die Community. Ja, jetzt müsst ihr mal eure Communities animieren, ja, da was zu machen. Communities. Okay. Macht mal ein paar Escape Rooms. Also, wir würden uns der Challenge stellen. Was trinkt ihr eigentlich zu Silvester so? Ja, nicht so. Wasser. Ich hab vorhin tatsächlich noch Tonic geholt und Ginger Ale. Oh. Ja. Ginger Ale mit
mit rum ist gut. Gibt es nicht schon Community-Level? Weiß ich nicht. Na, irgendwelche mit Sicherheit. Ja, ich will aber welche aus unseren Communities spielen. Ich will doch nicht von irgendeiner schnöden anderen Community was spielen. Von irgendwelchen fremden Leuten. Ey, ich spiele nichts von fremden Leuten. Das ist ekelig. Ah. Total ekelig. Ja, aber das hat Spaß gemacht. Das heißt, wir haben dieses Jahr noch mal was zu Ende gekriegt. Das war voll gut, ja. Stimmt. Ja. Level nicht installiert. Hier klicken zum Installieren. Wenn ich in meinen Startstream gehe, dann habe ich ein ganz anderes Outfit. Komisch. Ja, das liegt daran, du hast bei deinem Charakter anpassen, gibt es da so eine Einstellung. Oh, es gibt tägliche Auswahl. Mystery of Versailles 2.1. A Globe in the Room. Die Räume sehen auch größer aus. Captain's Cabin retrieves this. Oh, guck mal, hier gibt es. Das sieht ja richtig abgefahren aus. Lass uns mal demnächst. Nächstes Jahr, okay. Dieses Jahr nicht mehr. Lass mal nächstes Jahr. Ja, das machen wir erst nächstes Jahr. Das reicht. Simpi, danke übrigens noch für die Bits. Ich gerade. Dankeschön. Ulala. Chat applaudiert bei mir. Applaus! Weil wir so gut waren. Applaus! Juli. Feini. Ich muss Pipi. Ja. Okay, aber ich raide jetzt zu dir rüber, weil ich mache nämlich jetzt hier gleich Schluss. Ich glaube, ich werde das auch tun. Okay. Fabi, ich schicke dir jetzt 2 bis 8 Leute. Okay, damit kann ich umgehen. Ich hoffe, 2 bis 8 Leute haben auch Golf with Your Friends, dann können sie gerne gleich mitspielen. Oh ja, Golf with Your Friends ist in dieser Community auch ein sehr beliebtes Spiel. Das glaube ich dir. Sonst sag den Leuten einfach, dass sie dann woanders hingehen sollen, wenn sie das doof finden. Geht woanders hin. Ey, haut da ab, ey. Und dann hoffe ich, dass ihr einen guten Rutsch habt. Ja. Ebenso. Ebenso. Es war sehr schön, ich danke euch beiden. Es war ein sehr durchwachsenes Jahr, aber streamtechnisch immer witzig. Ja. Genau. Das finde ich aber auch. Na dann. Ich freue mich schon, wenn wir nächstes Jahr wieder was zusammenspielen. Ob dieses hier oder was anderes. Ja, sehr gerne. Ich möchte irgendwas, wo man wild irgendwas anklicken muss, einfach weil Andi das so gerne mag. Genau. Boah, ey. Wo man das auch ohne mit System. viel Überlegen schafft, aber das viel schneller geht, wenn man einfach nur klick, 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 klick. Nein. Ja, das fänd ich super. Doch, genau das ist das perfekte Spiel. Super gut. Multiplayer. Weißt du, bei so einem Wimmelbildspiel und wir klicken einfach nur auf dem Bild rum. Voll gut. Ja, so machen wir das. Wäre ich dabei? Ja. So, Andi, meinem Chat sage ich schon mal guten Rutsch. Ja, ich sage schon mal meinem Chat guten Rutsch. Ich schicke die jetzt rüber, aber ich hänge hier noch jetzt gleich noch hier ab. Dann kann ich die auf der anderen, das habe ich noch nie gemacht, dann kann ich die auf der anderen Seite noch begrüßen. Ey, krass, ja. Ich mag die beiden. Ihr drei seid ein gutes Team. Vielleicht kommt ja ein Spiel mit dem Namen It Takes Three. Oh, das schreibt Barney gerade. Oh Gott. Aber nichts mit Elefanten. Oh, oder das mit dem Schiff. Hey, nichts verraten, ich spiele das morgen. Echt? Oh. Ja, morgen. Morgen. Viel Spaß, Fabi. Wir wünschen dir ganz viel Spaß. Das macht gar nichts. Aber morgen sei bitte nett zum Elefanten. Das ist alles, was ich sage. Sei bitte einfach nett zum Elefanten. Nett zum Elefanten. Ja. Okay, ich versuch's. Wir bitten darum. Na dann, ich verabschiede mich hier schon mal. Ja. Rutsch gut rein und wir sehen uns im neuen Jahr. Okay. Hey, hallo, willkommen Raiders vom Andi. Schön, dass ihr hier auf dem Fabi-Kanal seid. Tschüss! Hallo. Ja, mein Lieben. Das war zwar heute ein kurzer Stream, aber es war ein Stream. Ich hoffe, das ist okay. Mir ist echt nicht danach, jetzt noch Stunden zu machen, um krampfhaft 0 Uhr zu erreichen. Mir ist auch sehr warm, muss ich gestehen. Also ich schwitze richtig. Was vermutlich daran liegt, dass wir draußen gefühlt 18 Grad haben und hier drin vermutlich 5000. Ungefähr. Ich bedanke mich
für dieses Jahr. Die Streams sind immer das, wo ich halt, also so ehrlich muss ich sein, die Streams sind das, immer wenn ich den Stream anmache, selbst wenn ich mal keinen Bock auf den Stream habe und ich mache trotzdem den Stream an, geht's mir dann gut. So, dann habe ich Spaß, weil ihr da seid, weil das Quatsch mit euch Spaß macht, weil ihr blöde seid. Und ja, ich freue mich auch auf die weiterhin folgenden Streams in 2022. Spaß? Morgen geht's los. Mal gucken, was wir morgen machen. Vielleicht ist es auch noch. Ich meine, oder? So, Vormittag. Nö. Hobbitsch, vielen lieben Dank noch fürs Zwangsverflauschen. An die 5-9. Ihr meine? Danke, 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 danke. Sagte sie 23. Nein, 22, habe ich gesagt. Und Iceman Patrick, auch an dich nochmal danke fürs Zwangsverflauschen. Vielen, vielen lieben Dank. Latin Honor, willst du spielen? Nein, Dishonored, habe ich gesagt. Dishonored 2. Morgen, würde ich denken. Außer ich habe irgendwie spontan plötzlich Bock auf was anderes. Aber so, jetzt gerade würde ich so auf Dishonored tippen. Ja. Und ich würde euch jetzt auch zu Fabi rüberschicken. Ne? So, da könnt ihr da noch ein bisschen, wer Golf with your friends hat, kann da Golf with your friends noch ein bisschen mitspielen. Das ist doch super, finde ich. Ne? So. Morgen normaler Samstag. Ja. Morgen ist normaler Samstag, würde ich meinen. Zwei Streams. Vormittag, Nachmittag. Ne? Also Vormittag bis Nachmittag und dann größeres Päuschen und dann abends. Ja. Ja, ja. Dann wünsche ich euch einen fantastischen Rutsch. Kommt gut rein. Habt viel Spaß noch bei Fabi. Fühlt euch gedrückt. Danke für 21. Danke, danke, danke. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis morgen. Bye, bye, bye. Guten Rutsch. Bye, bye. Bye, 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 bye. Ich vermisse euch jetzt schon. 21 war die so viel besser. Nein. Alles gut. Bis dann. Bis bald.